Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Bernhard Trautvetter. Herr Trautvetter, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Herr Jepsen. Das wievielte Mal sind Sie heute hier? Ich bin jetzt zum zweiten Mal. Sie kommen aus Essen und ich würde Sie als Friedensaktivist bezeichnen. Das steht zwar so nicht in der Abrechnung gegenüber dem Finanzamt, Sie sind ja eigentlich Lehrer. Beruflich bin ich in der Tat erstmal an einem Berufskolleg Lehrer für sozialpädagogische Fächer, Englisch, Politik, Gesellschaftslehre. Habe auch schon Fotografie unterrichtet und heute hatte ich eine Englischklasse. Dass Sie sich heute nach Berlin begeben haben, dafür gibt es einen Grund, der alles andere als heiter ist. Sie beschäftigen sich ja intensiv mit Rammstein, kennen sich da sehr gut aus, weil Sie sich mit Kriegsführung beschäftigen. Wir können gleich mal darüber sprechen, seit wann Sie sich eigentlich damit beschäftigen, was da so die Initialzündung war, sich mit diesem Themengebiet auseinanderzusetzen. Das ist ja jetzt weniger erheiternd, als sich mit Schnittblumen oder Briefmarken zu beschäftigen. Aber Sie beschäftigen sich eben auch, und das ist der Teil des heutigen Gesprächs, mit den Kriegen der Zukunft. Und diese Kriege werden ja vorbereitet, laufen bereits und erfahren eine Automatisierung, eine Roboterisierung, was das für uns alle eben bedeutet. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich drei Zahlen präsentieren. Vor den Zahlen sage ich erstmal, das ist alles sehr wohlheiter, denn die Bewegung für das Leben ist eine Bewegung, die auch die Heiterkeit hat und braucht. Und die Nähe, die zwischen den Aktiven dabei entsteht, ist so wunderbar, dass ich das auch als eine attraktive Begleiterscheinung des sozialen Engagements erlebe. Mein Professor Leo Kofler an der Uni Bochum hatte zu diesem Thema übrigens auch mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Der asketische Eros, wo er sich damit auseinandergesetzt hat. Das ist auch eine Erotik, die ja nicht gleich immer zu allen möglichen Konsequenzen führen muss, geben kann, zwischen Menschen, die ein gemeinsames Drittes verbindet. Und wenn es das Engagement für das Leben ist, ist es ein sehr schönes, auch Heiterkeit begleitendes Element des Zusammenseins. Wir hatten damals auch den Spruch entwickelt, die dialektische Methode befähigt uns dazu, die Realität zu analysieren und der Humor befähigt uns dazu, sie auszuhalten. Da möchte ich mal auf dieses erotische Verhältnis kommen. Das ist ja dann auch ein verbindendes Element bei Menschen, die die Welt gerne zerstören. Das ist jetzt eine Erotik, die vielleicht mit einer Todesverstiegenheit, einer Apokalypse-Verliebtheit verbunden ist und mit einer Kälte, die damit zusammenhängt, dass diejenigen, die in diese Richtung arbeiten, gezwungenermaßen das nur können, wenn sie die Gefühle, die normalerweise mit den damit verbundenen Gefühlen zusammenhängen, abspalten. Würden Sie sagen, dass Menschen, die sich in diesem Bereich aufhalten, die großen Spaß dabei entwickeln, Maschinen zu produzieren, Waffen zu produzieren, um andere Menschen zu töten, zu unterdrücken, dass das eine Form von Sucht ist? Erstens ist dieser Spaß ein Wort, das ich differenziere von Freude. Wir kennen das auch von Nazis beispielsweise, wenn die einem Gegner oder einem in ihren Augen Untermenschen Böses antun, dann kann es sein, dass sie sagen, das war ja nur Spaß. Das gibt es auch im Internet bei zum Beispiel Mobbing, Cybermobbing. War ja nur Spaß. Dieser Spaß ist aber kein Spaß im Sinne von Freude. Denn Freude ist etwas, was man gemeinsam hat. Und diese Art Spaß, von der wir hier gerade in dieser Frage sprechen, geht auf Kosten von jemandem. Das ist also insofern eine Störung, weil es kein wirklicher Mensch-Mensch-Spaß ist. Und dann sind wir nicht mehr weit weg von einer Sucht. Aber das muss keine Sucht sein. Das erste Element erstmal ist, dass sie die Gefühle abspalten, die sich logischerweise normalerweise damit verbinden müssten. Und wenn man erstmal in so einer Störung drin ist, dann kann auch passieren, dass man das besser aushält, wenn man zum Beispiel trinkt oder andere Süchte entwickelt. Und dann kann es auch selber zu einer Eigendynamik führen, in der man sich hineinsteigert in das eigene Tun. Dann kann eine Sucht entstehen, ja. Sie haben das Gespräch jetzt so angefangen, wie ich es nicht geplant habe. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Deswegen bringen Sie mich jetzt gleich. Da bleiben wir jetzt, wo wir sind. Okay. Braucht die Friedensbewegung ein Feindbild? Mitnichten. Die Friedensbewegung ist eine Bewegung für den Frieden. Und das Gandhi-Wort, der Frieden ist der Weg, macht deutlich, dass die Friedensbewegung den Frieden nur dann erfolgreich, nachhaltig erreichen kann, wenn sie sich nicht gegen, sondern für etwas engagiert. Auf der Demonstration, die ich am 3. Oktober in Essen gegen eine Tagung der NATO
Institution, eine multinationale Institution in Anbindung an die NATO, aus Kalka Joint Air Power Competence Center. Und als die in Essen in der Messe eine Konferenz im Oktober letzten Jahres hatten, hatte ich auf meinem T-Shirt stehen, unser Nein ist ein Ja zum Leben, unser Nein zum Krieg. Wir müssen das Nein sagen lernen. Das hat Niemöller beispielsweise schon auf der Demonstration am 10.10.81 gesagt. Und wir müssen das Nein verbinden mit einem Ja. Und auch diese Menschen, die für den Tod, für das Geschäft mit dem Tod arbeiten, haben eine Seele. Und wenn wir uns für den Frieden engagieren, engagieren wir uns natürlich für die Seele der Welt, und das bezieht sich dann auch auf alle Seelen in der Welt. Mhm. Das bedeutet, diese Seelen von diesen bedauernswerten Menschen sind eingekerkert in einem Bunker, aus dem sie nicht raus dürfen. Das ist das mit der Abspaltung, um das machen zu können. Es gibt, ich glaube, von Sinclair ein Zitat, das ich auch in dem Film von Al Gore wieder gehört habe. Es ist schwierig, von einem Menschen ein kritisches Bewusstsein zu erwarten, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er keins hat. Und an der Stelle kann man sagen, diese armen Menschen, die ihr Geschäft jetzt dort haben und dadurch erstmal gezwungen sind, um sich existenzsichernd verhalten zu können, die können wir auch ansprechen und gewinnen. Das passiert ja auch immer wieder. Nehmen wir beispielsweise Ed Snowden. Er war ursprünglich auch in dieses Geschäft verwickelt, bis er merkte, was da läuft. Und dann konnte er nicht mitspielen. Das Gleiche gibt es auch mit anderen Whistleblowers, da gibt es ja einige inzwischen, die haben mal angefangen in diesem Geschäft, bis sie merkten, was da läuft, und dann sind ihnen die Schuppen von den Augen gefallen, mhm, und sie haben ihr Verhalten komplett vom Saulus zum Paulus geändert. Die sind ja eingebunden, diese Spezialisten, also das, was die Physiker früher waren, ich sage jetzt mal hier Dürrenmatt, das sind ja die Programmierer von heute, da sind wir dann bei Ted Kaczynski, aber Da ist ja enormes Wissen und auch eine Karriere und zeig mal, was du drauf hast, das ist so. Aber da gibt es dann eben auch ab einem gewissen Punkt, sage ich mal, ein Gehwissen, was durchdrückt, sag ich dazu, für wen arbeitest du, was ist denn eigentlich das Endziel? Warum ist es so, dass von diesen Tausenden und es sind vielleicht sogar Millionen, die da arbeiten in diesem Bereich, wenn man das mal weiterfasst, warum sind da nur so wenige, die ihrem Gewissen folgen? Womit hat das zu tun? Ist es ein sozialer Druck oder, weil da müssten ja mehr sein. Es ist schon in der Tat so, dass das Geld eine große Rolle spielt. Follow the money, also folge dem Geld. Das verbietet vielen das Nachdenken. Das ist das eine. Und das andere ist, da ist ja eine richtige Industrie hinter. Man kann durchaus sagen, das wird auch teilweise kommuniziert, dass die Waffenindustrie beispielsweise der große Gewinner der Zeit des Antiterrorkriegs ist. Und wenn da Geld hintersteckt, dann haben die auch ihre psychologischen Methoden, das einzusetzen. Beispielsweise die Kriegsspiele, Abenteuerspiele, die Computerspiele mit Gewalt, die heute nicht mehr nur als Videospiele, sondern als ausgefeilte Gesamtszenarien laufen, haben einen Ursprung in den Programmen für die US Air Force bei den Trainings für die Piloten. Die Augen-Hand-Kombination zu üben, war der Anfang von solchen Spielen, damit die schnell im Jet die richtigen Handgriffe automatisiert vollziehen können und keinen Fehler machen. Diese Menschen sind also sozusagen durch eine Gehirnwäsche gelaufen und durch eine Automatisierungsgewohnheitswäsche, dass das funktioniert. Drill. Das ist ein Element von Drill, aber es ist viel mehr. Und zwar, es gibt den Begriff Tititainment. Wenn man den googelt, findet man schnell auf einer Wikipedia-Website den Link zu einer Rede von dem US- und britischen Militärberater Brzezinski. Carter hat er beraten und bis Obama. Bis Obama, ja. Ja, ne? Und dieser Mensch hat den Begriff Tititainment geprägt. Und zwar hat er festgestellt, das ist eine Sache, die ich auch so wahrnehme, wir brauchen in absehbarer Zeit 80% der Menschen nicht mehr für die Ökonomie. Das sind also 4/5. Wir können also den Laden hier ökonomisch am Laufen halten, wenn die Automatisierung, so wie man das erwarten kann, weitergeht, mit den 20%, die dann noch überbleiben. Damit die anderen sich nicht so verhalten, wie man das zum Beispiel in Revolutionen immer wieder in der Vergangenheit erleben konnte, muss man die irgendwie bei Laune halten und ablenken. Das passiert mit Tititainment.
Und dafür sind die perfekt ausgestattet. Mhm. Also Tititainment ist nicht nur jetzt auf sexuelle Erotik-Bilder fixiert, sondern heißt auch, dass die Leute an der Brust der Mutter gestillt werden und mit anderen Inhalten abgelenkt werden von dem, was sie tun. Da sind wir dann bei dem von mir ursprünglich geplanten Einmoderation, aber das war eine schöne Ramp dahin. Nämlich in den nächsten 15 Jahren sind laut einer Studie der Universität Oxford 47% der Arbeitsplätze in den USA durch Automatisierung bedroht. Da sind wir dann, was machen wir denn dann mit den anderen? Dann gibt es eine Zahl vom Institute for International Finance, das ist ja eine Lobbyorganisation der Großbanken, 83 gegründet. Deswegen ist es interessant, was die vor ein paar Tagen gepostet haben, nämlich die globale Verschuldung beträgt aktuell 325% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das heißt, da ist eine Dollarblase, die wird detonieren. Und 47 Billionen US-Dollar kann sich niemand vorstellen. Das ist der Betrag, mit dem aktuell die 200 mächtigsten Vermögensverwalter und Fondsmanager weltweit spekulieren. Und wenn irgendwann mal alles verkauft und gekauft ist, dann kann man nur noch Rendite machen, wenn es zu einem, ja, wenn wieder warm abgebrannt wird, dann kommt ein Krieg her. Das war immer so. Also mit dem Zerfall einer Währung werden auch Kriege angeschoben und das ganze Spiel geht von vorne los. Wir wollen uns genau um diesen Punkt kümmern, den wir hier in Vorbereitung sehen. Auch wenn Leute sagen, warum kommt das nicht in den Nachrichten? Weil Nachrichten kontrolliert werden. Informationsflüsse werden kontrolliert. Der neue Krieg wird ähnlich wie der alte, nur viel perfider, natürlich auch an der Nachrichtenfront geführt. Ja, also auch in unserem Bereich wird er geführt. Wir sehen ja zum Beispiel in Bremerhaven, dass da regelmäßig jetzt Schiffe anlanden und Truppen verlegt werden Richtung Osteuropa. Das kommt in unseren Hauptnachrichten nicht aufs Deckblatt. Ich glaube, und ich bilde mir ein zu wissen, es würde aufs Deckblatt kommen, wenn das Truppen wären, die Putin verlegen würde. Dann wäre das mit Sicherheit überall so. Jetzt ist aber, sind das amerikanische Truppen, stellen sich die Kollegen hin und sagen, es geht um Frieden und Freiheit in Europa. Und ich stelle mir die Frage, haben wir hier sowas wie einen Zweiten Weltkrieg oder ist eine Vorbereitung da? Wohin geht das? Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch, wenn man über Nachrichten spricht, wenn man über die Friedensbewegung spricht, Sie wissen das ja selbst, dass kaum, wenn man sich für den Frieden engagiert, da muss man gar nicht gegen die NATO sein, man muss nur für den Frieden sein, wird man sofort, gerät man in den Fokus und wird wirklich auch unter Beschuss genommen durch Fake News und alles Mögliche. Konkrete Frage an Sie, das, was wir da draußen im Moment erleben, das ist ja noch eine analoge Kriegsführung, so stellt die sich für uns dar, da fährt doch ein Panzer von A nach B, da sitzt doch jemand drin und da wird noch ein Jet beladen, noch eine Bombe ausgeklinkt und so weiter. Ist das der größte Teil der Vergangenheit und kommt etwas Neues auf uns zu oder ist es bereits so, dass das so Dinge sind, die wir noch wahrnehmen, aber der Krieg ist längst digitalisiert und der ist viel weiter, als wir denken, viel stärker sind bereits automatisierte Prozesse, die das tun, Stichwort Drohnen. Wo stehen wir heute? Also wir reden nicht nur über, was auf uns zukommt, sondern auch über, was existiert. Ja. Und was derzeit schon läuft. Manche Politiker sagen, wenn das so wäre, ja, dann wäre das schade und sie wissen, dass es so ist und äußern sich so. Aber bevor ich zu dieser militärischen Frage komme, die Studien über die Digitalisierung und alles, was sich dadurch auf die Ökonomie der Gesellschaft auswirkt, die wird generell in den Nachrichten in eine systemkonforme kleine Perspektive heruntergeschraubt. Das passiert, weil die Gedanken der Herrschenden die herrschenden Gedanken sind. Während der Studentenbewegung gab es 1967 einen Kongress, Dialektik der Befreiung, in London. Da hat Donald Laing eine wunderbare Formulierung gefunden. Die habe ich in einem Rororo Aktuellbuch mal aus seiner Rede von dort gefunden. Das heißt, dass der Kapitalismus eine doppelte Blindheit in uns produziert. Das passt zu dem, was ich vorhin zur Abspaltung gesagt habe. Diese doppelte Blindheit heißt, wir beklagen uns über Probleme, die uns im Alltag immer wieder große Schwierigkeiten bereiten. Und wir beziehen diese Probleme nicht auf ihre Ursache, sondern wir bleiben auf der Symptomebene. Uns ärgert, dass die Nachrichten so sind, uns ärgert, dass die Armen immer ärmer werden und wenige Reiche immer reicher. Uns ärgern die Flüchtlinge, aber wir fragen nicht, woher sie auf der Flucht sind. Und so weiter. Also wir sind ständig auf der Symptomebene am Ärgern und nicht auf dem Blick dahinter. Das heißt, wir haben Scheuklappen. Das nennt er doppelte Blindheit deswegen, weil es nicht nur eine Blindheit gegenüber dem System als die Ursache für das ist, was uns ärgert,
Er nennt es Kapitalismus, das teile ich, sondern er sagt, die Doppelblindheit besteht darin, dass man diese Scheuklappen selbst auch nicht sieht. Dass man also diese Blindheit nicht wahrnimmt, weil wer Scheuklappen hat, sieht die nicht. Ja, ne? Ja. Und wenn wir diese Blindheit haben, dann passiert, was wir dummerweise überall beobachten, dann kann man sich über Sündenböcke ärgern. Auf einmal nehmen uns die Ausländer die Arbeit weg, was ein Unsinn ist, denn die Automatisierung, von der diese Studie aus Oxford jetzt gerade berichtet wurde, es gibt auch andere Zahlen, die sind noch krasser, machen deutlich, dass es ganz andere Ursachen gibt. Man braucht aber keine Ausländer dafür. Damit wir nicht systemkritisch denken, also nicht auf die wahren Ursachen bezogen analysieren, braucht man ein Tititainment. Und dazu gehören natürlich auch Sündenbock-Theorien. Insofern war auch, was die Nazis im Volksempfänger an die Bevölkerung wiedergaben, der Jude ist euer böser Feind, genau schon eine Vorgeschichte, aus der man bis heute gelernt hat, propagandistisch, wie kriegen wir die Leute so ruhig gestellt, dass die für uns keine Gefahr sind. Mhm. Und die 62 reichsten Menschen, wenn die nach dieser Oxfam-Studie so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit, macht es deutlich, wir haben hier ein wirklich Systemproblem und Lassen Sie, uns genau mal jetzt über dieses System sprechen, weil ich weiß, dass uns auch ein paar Libertäre zuschalten, die sich jetzt bei dem Begriff Kapitalismus schon aufregen, weil die sagen, was wir da draußen haben, ist gar kein Kapitalismus, ist eine Art Staatssozialismus, weil der Staat sich ja ständig einschalten würde und die großen Firmen ja sogar von der Konkurrenz dahingehend trennt, dass die ja nicht die Steuern bezahlen, wie das der normale. Das ist gar kein Kapitalismus. Wenn es wirklicher Kapitalismus wäre, dann würde es das gar nicht geben. Also unser Problem ist nicht, dass wir Kapitalismus haben, sondern dass wir eben keinen Kapitalismus haben, sondern einen Sozialismus, der so tut, als wäre er. Was sagen Sie dazu? Ich sage dazu, dass es in einer gewissen Logik der kapitalistischen Entwicklung ist. Der Kapitalismus ist erstmal ein System, in dem es Arbeitgeber gibt. Die nennen sich so, ist ein interessanter Begriff. Arbeitgeber heißt es, die geben Arbeit. Wenn man sich diesen Begriff näher anguckt, wird er schon gleich wieder interessant in der sprachlichen Subtextbotschaft, die er transportiert. Und dann gibt es Arbeitnehmer. Das heißt, die Arbeiter nehmen Arbeit. Also wir haben eine Gegenüberstellung von zwei Gruppen. Einmal jenen, die man in der marxistischen Theorie Kapitaleigner und damit Kapitalisten nennt, einerseits. Und auf der anderen Seite Lohnabhängige. Aber so wie es formuliert wird, Sie jetzt formulieren Sie es ja mit ideologisch, wird man das jetzt einführen. Da sage ich, anders kann ich sagen, ich christlich, der eine gibt, das ist schön. Die Geste des Gebens, da muss ich echt dankbar sein, der andere nimmt und soll dann gewisse Frömmigkeit und Nettheit und ja, danke, oder? Ist es ist so, dass die Arbeitgeber, das ist eine Kurzform für das Wort Arbeitsplatzgeber. Und damit wird es auch schon deutlich. Du hast in dieser Gesellschaft erstmal Menschen, die aufgrund ihrer Eigentumsform, und das ist was anderes als mein Kühlschrank zu Hause, aufgrund ihres Kapitals die Fähigkeit besitzen, die Funktion innehaben, zu entscheiden, dich stelle ich ein, dich nicht. Also dadurch, und auch für was? Ja, und wofür, genau. Dadurch haben wir die Lohnabhängigen auf der einen Seite und diejenigen, die über sie entscheiden, auf der anderen Seite. Das kann man Kapitalismus nennen. Mir geht es jetzt auch darum, dass zum Beispiel in Ahlener Programm der CDU nach dem Zweiten Weltkrieg der Kapitalismus als eine Gesellschaftsordnung bezeichnet wurde, die den Bedürfnissen der Bevölkerung nicht genügt hat. Und insofern haben dort schon auch Konservative festgestellt, dass es dieses System gibt. Gut, aber Herr Trautfeder, ich bin jetzt mal so die andere Seite, ja? Was ist denn jetzt schlecht an diesem Kapitalismus? Die einen haben Arbeit, offensichtlich zu viel, die behalten sie nicht für sich, die geben sie den Leuten, denen sonst langweilig ist. Genau. Dafür kriegen alle dann Konsumgüter. Wo ist das Problem? Das Problem besteht in der Tat an der Stelle, die wir jetzt gerade besprochen haben. Es gibt viele Probleme, aber ein Problem, über das wir jetzt gerade sprechen, ist, der Kapitalismus funktioniert nicht einfach im luftleeren Raum, sondern er funktioniert wie jede Art der Organisation des menschlichen Zusammenlebens immer auf dem Stand der Entwicklung der Erkenntnisse und der Werkzeugentwicklung und der Wissenschaften, wo die Menschheit sich befindet. Und wenn wir jetzt in einer Zeit leben, in der die Digitalisierung es mit sich bringt, dass nach Brzezinski 80%, nach Oxford knapp 50% in Bälde nicht mehr gebraucht werden in der Ökonomie, dann haben wir natürlich die Frage, was machen wir mit denen? Und das bedeutet, wir bräuchten jetzt also eine Gesellschaftsform, in der die Lohnabhängigen nicht mehr davon abhängig sind, um ihre Existenzsicherung sicherstellen zu können. Geld nach Hause zu bringen, sondern? Sondern wir müssten das irgendwie so organisieren, dass der gesellschaftlich produzierte Reichtum auf eine Weise verteilt wird, die niemanden in Angst versetzt.
dann hätten wir auch übrigens keine Demokratieprobleme mehr und auch keine rassistischen und anderen Minderheiten-Sündenbock-Situationen mehr. Glauben Sie, dass das mit Existenzängsten zu tun hat? Das ist der tiefere natürlich, Grund. Natürlich. Sie haben mir im Vorfeldgespräch diesen fantastischen Satz an den Kopf geworfen, weich an den Kopf geworfen: Wer es nicht mehr schafft, schafft an. Ja. Wie meinen Sie das? Ist das das Phänomen Mediamarkt geistesgeil? In der Tat, wenn du Probleme hast, geistesgeil ist ja ein Werbespruch erstmal, ne? Wenn du Probleme hast mit real existierender Armut oder mit kommender Altersarmut oder mit der Angst vor Entlassungen, dann ist in dir ein Panikprogramm am Laufen. Ich erinnere mich daran, dass Rainer Einenkel, der Betriebsratsvorsitzende von Opel Bochum, in der Zeit, als es dieses Riesenwerk noch gab, damals sagte bei dem Streik für die Arbeitsplätze, es herrscht hier Panik. Und diese Panik haben viele Menschen, die heute um ihre Existenzgrundlage sich sorgen. Und dann haben wir gleichzeitig in dieser Situation jetzt auch noch einen durch die Kriege und durch die Ökologie bedingten Wüstenausdehnungen, beispielsweise Klimaveränderungen, Flüchtlinge, die dann zu uns kommen. Jetzt haben wir eine große Anzahl von Menschen, die Angst haben, real und selber schon in einer gefährlichen Existenzkrise sich befinden, Armut, real. Und dann haben wir gleichzeitig Prozesse wie beispielsweise diese Migration aufgrund von Kriegen und anderen Tragödien. Mhm. Wenn die das verknüpfen, haben wir natürlich sofort den Rassismus gesteigert. Und das wird natürlich auch in den Medien wunderbar gemacht. Ich habe heute in der Bild-Zeitung im Zug auf dem Weg hierher gelesen, da gibt es jetzt einen Afghan, der ist schon dreimal irgendwie mit seinem Asylantrag nicht durchgekommen und Skandal immer noch nicht ausgewiesen. Wir wissen alle, was in Afghanistan los ist. Wir wissen auch, wie Afghanistan zu dem wurde, was es ist. Es war gibt eine Generation von Menschen, die sind 30 jetzt inzwischen und die kennen nichts anderes als Krieg. Und in dieses Land, in den Krieg, Leute ausweisen, zurückführen, ist eine Menschenfeindlichkeit, die so selbstverständlich daherkommt. Man hätte den längst wieder ausweisen müssen, weil der ist schon dreimal abgelehnt worden. Mhm. Diese Sündenböcke werden in den Vordergrund gestellt, um den Deutschen oder den Einheimischen, das macht natürlich nicht nur ein Propagandist in diesem Land, das passiert in den USA genauso wie in Frankreich. Überall passiert das. Ja, ja. Du nimmst dann Minderheiten als Sündenböcke, damit du nicht über die wahren Ursachen redest. Mhm. Die wahren Ursachen sind oft die wahren Ströme, muss man dazu sagen. Natürlich, wir lassen unser Geld und unsere Waren, die sollen bitte frei floaten, deswegen machen wir auch TTIP, aber Menschen bitte nicht. Mhm. Es sei denn, es sind Kunden mit Geld in der Tasche, dann dürfen die schon kommen. Wenn die natürlich reich genug sind, kriegen die natürlich meinetwegen auch ein lebenslanges Visum. Ich möchte bei Afghanistan mal eben einsetzen, weil das bringt uns natürlich immer mehr dahin, dass Kriege längst ein Dauerzustand geworden sind, aber damit Menschen keine Probleme damit haben, kann man eben auch genau die Automatisierung ja auch im Kriegsbetrieb, immer weniger Leute können immer globalere Kriege permanent führen, indem sie Maschinen für sich arbeiten lassen, die vollautomatisiert die Kriege führen. Nachher nur noch, ob mein Roboter genügend Leute, Scores gesammelt hat. Aber nochmal zu Afghanistan. Unter Obama hat ja, Obama ist ja der erste Präsident in den Vereinigten Staaten, der über die gesamte Amtszeit Kriege geführt hat. Die anderen hatten mal Pausen. Trotzdem hatte das Image, er ist der Facebook-Präsident, nenne ich ihn ja immer. Er hat auch den Krieg dahingehend privatisiert. Nicht nur, dass der Rüstungsetat nochmal nach oben gefahren wurde, nach Bush, sondern sehr viele Menschen, die nicht mehr bei der Armee arbeiten, arbeiten doch bei der Armee, sind aber eben private, machen da private Sicherheitsdienste. Das Schöne daran ist, dass die, wenn sie fallen, ja, und zwar im herkömmlichen Sinne, dass sie in der Pentagon-Statistik nicht auftauchen. Das ist richtig. So, und so haben wir allein in Afghanistan 10.000 bewaffnete Spezialeinheiten, die dann eben so tolle Namen bekommen, wie was ich, die sind dann eben für Peacekeeping Operations zuständig. Wir sehen also, dass wir dort Kriege führen, weil Deutschland macht ja mit. Natürlich. Deutschland ist Teil des Ganzen, Rammstein ist ein ganz wesentlicher Baustein, die deutsche Rüstungsindustrie boomt, auch die Entwicklung von Know-how übergreifend, was Software angeht, da arbeitet man zusammen, auch wenn man die jetzt anschaut, da werden Drohnen geleast und wenn man sie hier noch nicht starten lassen kann, dann lässt man sie einfach von israelischem Grund aus starten und da hat man juristische Probleme nicht, weil das ja dann gar nicht, sind ja gar nicht wir, das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite sieht man dann, dass Flüchtlinge hier thematisiert werden, Terrorgefahr dann stattfindet und da jetzt die Frage, wie viel hat
dieses, was immer erzählt wird, die Republik kippt nach rechts, dieser Rechtsstaat ist in Gefahr. Wie stark braucht man rechte Kräfte, also um Rechtsstaat dahingehend zu rechtfertigen, indem man vorübergehend wegen der Terrorgefahr, die ja einfach da ist, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dahin gerafft zu werden, da gewinnt man eher im Lotto, erstmal, dass man vorübergehend eine Art Patriot Act dann auflegt. Also brauchen wir das auch alles, um das Tittenhatement dahingehend zu deckeln, dass wir in helle Köpfe wie Sie sagen, Entschuldigung, das ist ein Trick, dass man dann gleich sagen kann, Gefahr und da gleich einen Deckel drauf. Wie brauchen wir Terrorismus, um Maßnahmen durchzudrücken, die antidemokratisch sind, die wir ohne Terrorismus gar nicht durchsetzen könnten? In den Blättern für deutsche internationale Politik in der Jubiläumsausgabe 60 Jahre ist ein Interview mit Habermas drin, in dem er davon spricht, dass der Umgang mit Rassisten und in die Richtung von Neofaschismus tendierenden Bewusstseinslagen durch die größeren Parteien oder einige der größeren Parteien oder einige Politiker in diesen etablierten Bereichen dazu führt, dass ein faschistoides Gedankengut salonfähig wird. Und er empfiehlt diesen Menschen nicht, um sie herumzutanzen, was er kritisiert, teilweise Politiker tun, sondern den Menschen klar vor Augen zu führen, was sie für eine Gefahr eingehen, nämlich dem Faschismus sozusagen den Weg zu bereiten. Und das kennen wir in der Tat. Wir hatten in den 20er Jahren den Schwarzen Freitag, die Weltwirtschaftskrise, und danach gab es dann im Industrieclub in Düsseldorf eine Versammlung von verschiedenen hohen Ruhrbaronen und anderen reichen Leuten. Und es wurde dort eine Absprache dahingehend getroffen, wie man Hitler unterstützen könnte. Und das führte dann ja auch zu dieser berühmten John Heartfield-Bildgestaltung, wo er einen reichen Mann, Hitler, Der deutsche Gruß. die Millionen stehen hinter ihm. Und dann sieht man halt eben, wie der reiche Mann Hitler die Millionen in die Hand reicht. Diese Struktur gab es dann auch in der Kommunistischen Internationale. Dimitrov hatte das, glaube ich, gesagt, dass der Faschismus eine notwendige Phase dann ist, wenn der Kapitalismus die Krise nicht mehr anders beherrschen Ich möchte kann. mal an diesen Club kommen. Sie würden also sagen, dass die Ruhrbarone den Faschismus unterstützt haben? Das ist ja bewiesen. Also, es gibt diese Düsseldorfer Tagung, wo Hitler damals auch ein Referat gehalten hat über das Prinzip der Demokratie, das er destruktiv nennt, weil es das Prinzip der Masse sei. Und er stellt das Prinzip der Autorität dem entgegen, das nennt er das Prinzip des Aufbaus, der konstruktiven Haltung. Und das fanden die klasse. Und das Geld floss dann. Das ist also nichts Neues. Wird ja auch beschrieben im Buch von Plopper, Hitlers amerikanische Lehrer. Da wird das ja auch gezeigt, die Kapitalströme. Also, dass man gesagt hat, Hitler ist, den unterstützen wir, weil der möchte ähnliche Dinge wie wir. Es gab auch aus IBM und Natürlich, klar. Aber der will vor allem, bei allem, was er sonst noch will, in Mein Kampf, möchte vor allem Russland erobern, sage ich jetzt mal. Und das finden wir interessant. Lebensräume im Osten? Genau, sehen wir ja auch heute. Aber was Sie ansprechen, damals, wer hat die NSDAP auch finanziert? Wir sind die großen Geldgeber. Man hat natürlich auch beim kleinen Mann gesammelt und ihm das noch interessant erklärt. Da hast du eine Aufgabe, hier in der Rüstungsindustrie gibt es Arbeit. Aber da muss man doch auch die Frage stellen, wer finanziert denn heute die rechten Parteien in Europa? Das hat sich ja damals bewährt, hat ja funktioniert. Warum soll es nicht wieder funktionieren, wenn ich die Medien noch mehr beherrsche, weil ich habe weit mehr als einen Volksempfänger? Ja, also die Finanzierungsquellen rechter Parteien hat ja auch schon mal Bernd Engelmann in frühen Jahren offengelegt, als noch die deutsche Nationalzeitung gab mit Herrn Frei und so weiter. Also in der Tat gibt es da reiche Kapitaleigner, die bei den rechten Parteien als Finanzier eine große Rolle spielen. Es braucht allerdings dadurch, dass die ja teilweise legal sind oder fast alle legal sind, auch nicht nur die Millionenunterstützung durch Reiche, sondern wenn beispielsweise Wählerstimmen umgerechnet werden in 5 € pro Wählerstimme, ich weiß jetzt nicht genau den Betrag Geht für in die eine Richtung, ja. Partei, es geht in die Richtung, dann haben die natürlich auch Steuergelder, und je mehr Stimmen die bekommen, umso deutlicher ist in diese Richtung dann auch eine Finanzierung durch staatliche Seiten. Aber Herr Trautfeld, ich möchte mal hier zwei Dinge zusammenbringen, weil viele haben das nicht verstanden. Wenn Sie von der Springerpresse reden, der Bildzeitung, und die Springerpresse ist ja Habe ich noch nicht benannt, aber ein ja. großer Konzern, und das sind andere Konzerne, wo man sagt, okay, findet auch eine Art Revolving Door Politik statt. Wer gestern bei der Bildzeitung Chefredakteur war, der kann auch beim Spiegel arbeiten. Das haben wir alles Natürlich. erlebt. So, wir haben also auf der einen Seite Kapitalgeber, die in lancierten Medien oder positionierten Medien
ihre Alpha-Männchen reinhauen. Das hat ja auch die Anstalt neulich bewiesen. Die Zeit hat den jetzt zum wiederholten Male verloren. Ist einfach so. Da gibt es dann... Die Anstalt hat gewonnen. Ja, hat gewonnen. Da gibt es ja also sogenannte Interessenskonflikte, die sind einfach offensichtlich so auf der einen Seite. Und dann haben wir auf der anderen Seite rechte Parteien, die eben auch von Kapitalgebern. Dann lesen wir aber in den Medien oft, dass diese Kapitalgeber in diesen Medien ihre Alpha-Leute über die rechten Parteien schlecht schreiben, die sie aber auch noch finanzieren. Und dann aber sagen... Weil die da jetzt so sind, müssen wir jetzt erstmal eine Art Gesetzesverschärfung machen. Durch Terrorismus ist ganz klar als Begründung. Das heißt, es ist die ewige Falle. Das Ziel ist eigentlich der demokratische Bürger, der soll erstickt werden. Also schafft man praktisch die Gefahr und bietet gleichzeitig die Lösung an. Warum ist das? Ich meine, es ist doch immer dasselbe. Das muss man doch irgendwann verstehen. In der Tat ist die Situation immer wieder genau gleich beobachtbar. Es gibt eine... Situation individuellen Terrors, das gab es in der Weimarer Zeit, das gibt es in der Nachkriegsära Deutschlands, damals mit der Roten Armee-Fraktion, und das gibt es heute mit dem kriegsproduzierten Terror weltweit. Und immer wird mit Gesetzesverschärfung reagiert. Das führt in der Regel nicht dazu, dass der Terror zurückgeht, sondern es ist eine Spirale. Ja. Aber ich kann aber doch im Umkehrschluss sagen, wenn ich eine Gesetzesverschärfung haben möchte, weil die Leute mir zu aufmüpfig sind, gerade in Zeiten des Netzes, wo immer mehr Leute in Demokratie offen über Dinge reden, dann brauche ich dringend Terrorismus, um die Gesetzesverschärfung durchsetzen zu können. Teilweise kann man das beweisen bei diesen Demonstrationen der Friedens- und alternativen Bewegungen im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel in Heiligendamm, wurde von einigen engagierten alternativen Rechtsanwälten und anderen bewiesen, dass es Agent Provocateur gibt. Es sind also solche Menschen, die staatlicherseits bezahlt werden und dazu beitragen, beispielsweise durch das Schmeißen von irgendwelchen Gegenständen, ja, eine Reaktion des Staates zu Autorität symbolisierende Polizisten, eine Atmosphäre aufzukochen, in die man dann reingehen kann. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie in den 70er Jahren mal eine Demonstration war in Bochum, wo ich studiert habe, wie ich ja vorhin schon sagte. Da waren einige Leute aus dem sich spontaneistisch nennenden Spektrum daran interessiert, mit den Genossen, wie sie es nannten, in Stammheim Solidarität zu üben. Und es gab dann eine Rede eines Sprechers des MSB Spartakus, die ich mir bis heute in diesem Zusammenhang gut gemerkt habe. Er sagte Folgendes: Die Nazis mussten den Reichstag noch selbst anzünden, um mit dieser Tat eine Hetz- und Verfolgungskampagne gegen ihre Opposition und die gesamte demokratische Bewegung und Arbeiterbewegung vom Leder ziehen zu können. Dieses Handwerk nehmen individuelle Terroristen den heutigen autoritären Kräften ab, wenn dann genau das Gleiche passiert, dass aufgrund der Gewalt aus einem Teil der Gesellschaft Gesetze verschärft werden und die demokratische Bewegung verfeucht wird. Da möchte ich einfangen. Ich finde, wir haben es ja seit langem mit einer Terrorismusindustrie zu tun. Das ist ganz klar. Wird da auch Geld? Wird ja auch im großen Stil, fließt da ja auch Geld. Aber weil Sie es ansprechen, dieses Prinzip, ich meine, am 23. Dezember, kurz vor Weihnachten, die meisten waren schon im Urlaub, ist so ein bekanntes Datum. Ich glaube, das war auch das Datum, an dem die FED beschlossen wurde. War schon früher. Aber gut, auch der 23. Das ist ein gutes Datum. Da sind die Leute, da habe ich hier noch so einen Zettel drunter. Am 23. Dezember 2016 kam in einem Brennpunkt in der ARD, dass Anis Amri, der mutmaßliche Attentäter von Berlin, dass der ja zweimal vom Verfassungsschutz begleitet wurde. Also erstens gab es da eine sogenannte Vertrauensperson, ja, angeblich geäußert hat, dass er sich bewaffnen will, um sich im Auftrag von Ala zu rächen. Und dann gab es auch noch einen Shuttle-Service, der ihn dann von X nach Berlin gefahren hat. Und dann hat der Moderator mit dem entsprechenden Politiker im Anschluss nicht darüber geredet, was da los ist mit dem Verfassungsschutz, sondern die Bürger sind verunsichert und da gibt es Sicherheitslücken, aber eben nicht beim Verfassungsschutz, sondern in der Gesetzesgebung. Den hätte man schon längst abschieben müssen. Dabei war das ein Begleiter. Der Terrorist. Dass ein Nachrichtenredakteur, der so lange in diesem System arbeitet, so agiert, also scheuklappenmäßig das abspult, auch gedrillt ist, das verstehe ich noch. Was ich nicht verstehe, ist, dass das keinerlei Gegenreaktion beim Konsumenten, dass der sagt, einen Blick mal. Der hat gerade nicht zugegeben, sondern es gab einen Film von Report München, glaube ich, dass da zweimal, also nicht einmal, sondern zweimal der Verfassungsschutz war. Dann werden die Leute aber abgezogen. Das kennen wir so von Oswald. Das ist für mich eine begleitete Form von, da bauen jemand auf, der will, dann schieben wir den an, dann gehen wir raus. Und dann fragt der Moderator nicht, was ist mit dem Verfassungsschutz los, sondern dann heißt es, da gibt es Sicherheitslücken, die Publikum ist verunsichert. Was können wir da tun? Nach dem Motto, ja, brauchen wir schärfere Gesetze. Sieht das kein Programm mehr beim Öffentlich-Rechtlichen oder sind die Leute, verstehen sie es nicht? Das verstehe ich nicht.
Also das ist offen, das ist nicht mehr um den heißen Brei geredet, das ist offensichtlich. Wenn ich sage, das Glas ist leer und ich habe gesehen, wie er es leer getrunken hat und zeige dann in eine völlig andere Richtung und sage, also können Sie mir das erklären? Ich kann es natürlich nicht erklären, weil ich die Zusammenhänge von den Fakten her nicht genug durch Einzelheiten abgesichert jetzt präsentieren kann. Aber in der Tat haben wir mit dem Verfassungsschutz eine Institution, die wiederholt Anteil hatte an individuellem Terror, beispielsweise nachgewiesen im Zusammenhang mit der NSU. Da ist ja teilweise durch Anwesenheit von offiziellen Personen trotzdem ein Mord nicht verhindert worden. Und das wurde hinterher vertuscht. Diesem Verfassungsschutz, wie er sich nennt, das ist eigentlich auch schon wieder ein hanebüchener Name, wenn man sich diese Prozesse ansieht. Zu trauen wäre natürlich blauäugig. Man muss ihnen wirklich alles nach den Erfahrungen mit der NSU, und Wolfgang Schorlau hat ja diesen wunderbaren Roman, auch Kriminalroman zugeschrieben. Schrecklich wunderbar, aber wunderbar recherchiert, sagen wir mal, um den Menschen deutlich zu machen, alles, was wir in diesem Zusammenhang hören, in den offiziellen Medien, ist immer wieder gefiltert durch das, was die NATO selber strategische Kommunikation nennt. Diese strategische Kommunikation filtert. Wenn in Moskau ein Oppositioneller erschossen wird, haben wir das 3 Wochen lang in den Nachrichten. Passiert das gleiche in Kiew, erfahren wir das nicht. Und so weiter. Ja. Haben Wir reden wir. ständig von den Menschenrechten auf Kuba zum Beispiel oder in Syrien und was in Saudi-Arabien Oder in Mosul. Interessiert niemand, interessiert Also überhaupt. in Aleppo haben wir die Bilder der Zerstörung der Stadt durch die syrische und die russische Luftwaffe vor unserem Auge. Das ist so eingebrannt wie die Bilder aus dem Vietnamkrieg mit dem Kind, das aus dem Dorf, das hinter ihm hinter der Straße ist. Und dieses Bild haben wir vor Augen. Und genauso haben wir jetzt die Bilder aus Aleppo vor Augen. Was in Mosul passiert, ist nichts anderes. Man könnte sagen, das ist aber in Ordnung, weil man kämpft da ja gegen ISIS. Das ist zwar einerseits richtig, aber andererseits ist dann die Frage, was war in Aleppo los? Wer hat da gekämpft? Und der Bischof von Aleppo hat ja den Westen aufgefordert, die Infiltration durch Terroristen zu unterbinden und deren Unterstützung mit Waffen. Aber das sind alles Dinge, die wir nicht erfahren. Also wir kriegen eine strategische Kommunikation. Herr Trautfeder, ich möchte genau da ansetzen. Und zwar, was ist mit den Intellektuellen los? Oder vielleicht war das ja immer schon so, ist es eine Unterstellung. Aleppo, weil Sie es ansprechen, ist ja ein Ort, der seit vielen Jahren tatsächlich unter Beschuss ist. Da ist ja alles zerlegt worden, noch bevor es da Luftangriffe gab, was heute modernes Gerät schafft. Analoge Waffen nenne ich die jetzt mal so, Mörser und so. Ein bisschen analoge Das Waffen. Reicht eigentlich, um eine Stadt ruckzuck in Asche zu zerlegen. Man trifft einfach die Infrastruktur, Wasser, Strom und dann geht das relativ schnell bergab. Da habe ich aber nicht gesehen, dass Grüne und sag ich mal, Schriftsteller sich vor der russischen Botschaft aufgestellt haben. Aber kaum hat Russland eingegriffen in diesen Konflikt auf Bitte Assads. Es ist auch nicht mein Freund, der Assad, aber auch Putin ist nicht mein Freund. Ich bin mit keinem Politiker befreundet, möchte ich an dieser Stelle mal feststellen. Trafen sich vor der russischen Botschaft Grüne, ja, auch Leute, die dann auch über Vietnam sprachen, gleichzeitig eben über Aleppo sprachen. Aber erst seitdem gibt es eben Fassbomben und wird auf diese Zerstörung hingewiesen, die da durch Luftangriffe stattfinden. Aber im Vorfeld habe ich diese Menschen nicht gesehen. Da waren auch dann eben Schriftsteller, die dazu aufgefordert haben. Es gab lange Artikel im Tagesspiegel, hallo, jetzt müssen wir dürfen nicht weggucken. Was ist mit den Intellektuellen los, dass sie sich so instrumentalisieren lassen? Weil die hätten die schon viel früher. Hätten die dorthin gehen müssen. Und zwar vor alle Botschaften, viel früher. Die hätten vor die saudische, Katari-Botschaft, auch vor die russische hätten sie gehen können, aber habe ich nicht gesehen. Warum kommen die erst? Also was ist da los? Also, das ist eine sehr traurige Geschichte. Ich habe hier das Buch aus Bonn, 10.10.81. Das war die erste große Friedensdemonstration mit 300.000 und mehr Demonstranten für den Frieden im Hofgarten in der damaligen deutschen Bundeshauptstadt Bonn für den Frieden. Da waren die Grünen bei, da war Heinrich Böll bei, ich sagte vorhin schon Niemöller und andere. Also das war ein sehr breites Spektrum. Dieses breite Spektrum ist auch mit ein Spektrum, das die Grünen in der damaligen Zeit stark auch unterstützt hat und umgekehrt auch. Und seitdem ist viel passiert. Wir haben mit Joschka Fischers Beitrag Nie wieder Auschwitz, eine Situation 1,5 Jahrzehnte später, die den Grünen diese Seele
entseelt hat. Würden Sie sagen, die Grünen sind heute definitiv olivgrün? Das kann man so nicht sagen, weil wenn man die Grünen sagt, pauschaliert man. Okay. Es gibt bei den Grünen Kräfte wie Hans-Christian Ströbele, ja. Vogt und also mehrere grüne Friedensinitiative, mit denen wir gute Kontakte haben. Und es gibt bei den Grünen andere. Insofern würde ich das schon differenzieren. Leider haben wir jetzt Petra Kelly beispielsweise nicht mehr, die auch übrigens einen systemkritischen Ansatz hatte. Dafür haben wir Göring-Eckardt. Das ist so. Und wenn die Grünen in der Zeit von Joschka Fischer die Lüge mitgemacht haben, dass in Jugoslawien eine Situation uns zwingt, nie wieder Auschwitz zu produzieren. Und gleichzeitig gab es in der ARD den Film, es begann mit einer Lüge. Ja. Und die Kräfte, die den Jugoslawienkrieg mit unterstützt haben, gehen jetzt nicht in sich und machen eine Kehrtwende durch. Mhm. Dann haben wir die Frage, warum passiert das nicht? Ja. Man kann die Antwort möglicherweise, ich kann nur spekulieren, damit verbinden, dass die Grünen damals in der Bundesregierung waren. Und wenn man in der Bundesregierung ist, muss man einen Preis zahlen. Ja. Und der Preis ist hoch. Das heißt nämlich NATO und auch alle Lügen mitmachen. Mhm. Es gab diesen Titel zu einem Film nochmal. Es begann mit einer Lüge. Das war dann der Irakkrieg. Das war praktisch dasselbe. So. Aber wir haben ja auch hier schon herausgearbeitet, und bei Position wurde das ja auch gesagt von einem Kollegen der Linken, Scholz, ja, der selbst Offizier war, dass Rot-Grün ja damals über Clinton Wahlkampfhilfe bekommen hat, also bevor die im Amt waren. Und das war wahrscheinlich der Preis, dass man dann bei NATO-Geschichten mitmachen muss. Sie wollen was zum Buch noch sagen? Ich will Folgendes zum Buch sagen. Ich selber war nicht auf dieser Demonstration. Das ist der Tag der Geburt meiner ältesten Tochter. Und da war ich im Kreissaal. Mhm. Und trotzdem ist es ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was damals lief, im Zusammenhang mit der Kommunikation gegen die Bewegung. Wir hörten dort damals überall, geht doch nach Moskau. Mhm. Und genau das, was Sie vorhin mich gefragt hatten, im Zusammenhang mit dieser Frage, war damals so weit aktiv, dass es auch ein Flugzeug über dem Hofgarten gab, auf dem stand der Banner hinten dran, eine Fahneflucht dahinterher, wer demonstriert in Moskau. Also diese Frontlinie der Propaganda der NATO-Befürworter gibt es mit einer Tradition seit Jahrzehnten. Und dummerweise verfängt die offensichtlich teilweise durchaus, was man daran sieht, dass Intellektuelle auch im Zusammenhang jetzt auch mit Syrien dieser Propaganda auferlegen. Man kann am Syrienkrieg sehr schön deutlich machen, dass im Zusammenhang mit der Situation, dass Völkerrecht ständig gebrochen wird. Die syrische Regierung ist mit Gewalt und Unterdrückung aktiv und hat Unterstützung auf eigenen Wunsch durch Russland. Das ist eine komplizierte Situation, die man kritisieren muss aufgrund des Leides, das da produziert wird. Und es befindet sich im Rahmen des Völkerrechts. Wenn jetzt andere Kräfte innerhalb Syriens aktiv sind und die syrische Regierung kritisiert das, dann ist das gegen das Völkerrecht. Wenn jetzt beispielsweise die Türkei dann auch noch ein russisches Flugzeug abschießt und dadurch alle möglichen Gefahren an die Nähe des Atomkrieges heranbringt, dann müsste eigentlich jedem deutlich werden, was in Syrien läuft, ist eine Gefahr für die Menschheit. Mhm. Mir hat ein Schriftsteller, der initiiert hat zu dieser Demo vor der russischen Botschaft, gesagt, Völkerrecht, das ist was für Juristen. Wir leben in einer Welt, in der Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, das Wort gewählt hat, dass es einen Zerfall der internationalen Ordnung gibt. Das ist erstens richtig. Man ist das gewünscht, so wie das Kitchener mal gesagt hat? Das ist jetzt auch wieder Spekulation. Man kann jedenfalls Folgendes sagen. Die Rede von Bush, mit der er den Irakkrieg begründet, wir bringen Demokratie in dieses Gebiet und die werden uns ewig dankbar sein. Das war Propaganda. Das Gegenteil ist passiert. Das Gebiet, sagen wir mal, zwischen dem Golf im Osten und man kann durchaus so weit gehen bis Casablanca im Westen und von Sudan bis zum Balkan, bis zur Ukraine, befindet sich in einem derartigen Zustand, dass man das Wort Zerfall benutzen kann. Und wenn die Menschheit an einer solchen Stelle ist, in einem Schnittpunkt zwischen den Kontinenten Europa, Asien und Afrika, haben wir die Aufgabe, zwingend alles zu tun,
um zu verhindern, dass wir uns die Erde um die Ohren hauen. Eine der Grundlagen dafür muss das Völkerrecht sein. Wenn wir nicht mal mehr das haben, dann gnade uns Gott, Allah oder wer auch immer. Die Gefahr steigt. Deswegen haben die kritischen Atomwissenschaftler auch diese World Doomsday Watch, also diese, diese Uhr zur Warnung 5 vor 12, vorgestellt auf 3 vor 12 wegen der Gefahr eines Atomkrieges. Und das Wort Krieg ist hier eigentlich schon eine Verharmlosung. Ich möchte hier ansetzen, seit dieser Zustand da ist, jetzt ob er angeschoben wird oder nicht, wer daran Interesse hat, ich glaube, es gibt Leute, die das anschieben, weil sie glauben, sie könnten das kontrollieren. Führt automatisch zu einem Kriegszustand auch an der Heimatfront. Das erleben wir im Moment dieser Medien Krieg, der stattfindet. Alles, was für den Frieden ist, ist automatisch Querfront, Putin-Versteher und wird auch bekämpft. Und wer nicht mitkämpft gegen die Friedensaktivisten, ist erstmal eingeschüchtert und geht nicht zur Demo. Das ist ja dann auch schon nach dem Motto, da sind nur ein paar Verstrahlte. Aber selbst wenn 250.000 gegen TTIP sind, weil sie für freien Handel sind und nicht für das Freihandelsabkommen, dann schreibt der Spiegel, dass das alles rechte Rattenfänger sind, die sich da treffen. Also das kann man ja schon machen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass hier Kriege weiterhin geführt werden. Der Krieg ist ja ein Artikel, der boomt ja, muss man im Moment sagen. Also es gibt ja nicht weniger Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern es werden mehr, größer, die gehen auch länger. Deutschland ist im Afghanistan länger als Erster und Zweiter Weltkrieg zusammen. Wir haben im Moment 17 Kriege. Ja, spielt gar keine Rolle bei uns und wir sind auch immer mehr, der Bundespräsident fordert auf, dass wir mehr Verantwortung übernehmen, aber mit der Waffe in der Hand. Es laufen so tolle Serien im Netz, die Rekruten, das ist alles Pop und so. Wir können es wirklich erleben, also mittelständig Betriebe, das geht da so raus. Rüstungsindustrie boomt, nennt sich aber ja, glaube ich, Maschinenbau bei uns. Ist ja so. Aber das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite ist, dass es aber auch Leute gibt durch die alternativen Medien, die eben sehen, wie Krieg aussieht. Ich schaffe es immer weniger, Soldaten für diesen Krieg zu begeistern, auch an immer mehr Fronten tatsächlich den Stiefel auf den Boden zu setzen. Ich muss als Militär umdenken und sagen, lass uns den Krieg automatisieren, lass uns das durch Roboter machen. Und da sind wir beim eigentlichen Grund der Einladung. Hatten jetzt einen langen Hinfahrt hin. Wie werde ich die Soldaten los? Wie kriege ich Maschinensoldaten hin? Also Terminator, die das dann für mich nicht nur machen auf Anweisung, sondern die programmiert ihr eigenes Ding machen und die einfach sagen, cleane, räum das Gebiet, mach das einfach. Sind wir da schon oder denke ich mir das aus? Wie weit sind wir von Terminator noch entfernt? Ich sage erst mal was zur Querfront, das ist mir ein hohes Anliegen. Die Friedensbewegung der 80er Jahre ging von Mechtesheimer CSU bis zu den Kommunisten und war ein von Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und so weiter Christen, Moslems, breit getragenes Spektrum an Freunden des Friedens. Das Wort Querfront kommt aus der Weimarer Zeit und war die Zusammenarbeit von KPD-Mitgliedern einerseits und NSDAP-Mitgliedern andererseits. Der Begriff ist eigentlich besetzt. Und natürlich gibt es auch heute Nationalisten, auch aus dem rechtsextremen Lager, die ein Interesse haben, das sich mit Punkten der Forderung der Friedensbewegung deckt. Beispielsweise kein Waffenexport, das geht dann ja an irgendwelche Ausländer. Keine Kriegseinsätze, das ist ja dann auch irgendwo für Ausländer. Die NATO soll unsere Souveränität nicht eingrenzen, weil wir sind Deutschland. Das sind alles Sachen aus dem rechten Ideologem, mit dem die dann versuchen, für den Frieden nach dem Sieg ihre Friedensbewegung aufzubauen. Mhm. Und da haben das ist ganz wichtig, der Frieden nach dem Sieg. Natürlich. Ja. An der Stelle hat die Friedensbewegung die Aufgabe und die Verantwortung, diesen Kräften die rote Karte zu zeigen, das hat mit dem Frieden nichts zu tun. Das wäre nämlich ein Frieden gegen etwas. Und das ist nicht das. Das ist eher die braune Karte. Ja, das ist die braune Karte in der Tat. Das ist genauer. Ja, ich habe das mal erlebt, dass Pegida-Leute auf der Friedenswinterdemonstration 70 Jahre Befreiung in Berlin mit dem Plakat auftraten gegen braunen, roten und grünen Faschismus. Und wir haben denen dann deutlich gemacht, dass wir damit nichts zu tun haben wollen und das auch von uns dann getrennt. Denn wir sind für den Frieden und der ist bunt. Die Friedensbewegung ist international, wie der Frieden auch nur international sein kann. Der kann nicht national sein. Mhm. Deswegen kann die Friedensbewegung auch keine, sagen wir mal, rechte Kraft sein. Und damit ist das Thema Querfront für mich durch. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Thema mit den Robotern. Wir haben eine ganz komplizierte Situation weltweit, weil es gibt Herausforderungen an die Menschheit, die werden dummerweise nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber es gibt nicht nur diese ökologische Katastrophe, von der wir schon gesprochen haben. Die ökologische Katastrophe wird im Vorgespräch, wird an der Stelle deutlich, dass wir
in Nordrhein-Westfalen einen Lebensstil haben, wenn wir den auf die Welt umrechnen, bräuchten wir 3,3 Erden. Das geht nicht. Und wir könnten solche Zahlen weiterentwickeln. Wir sind also in einer Situation, wo das Wachstum der Menschheit die Erde gefährdet, das ökonomische Wachstum. Die ökologische Katastrophe ist eine Zukunftsgefährdung. Wir sind an einer Stelle, wo wir eine Zukunftsgefährdung dadurch haben, dass die ökonomische Basis des Kapitalismus sich durch die Digitalisierung in eine komplett neue, unkontrollierbar werdende, wenn wir nicht irgendeine Idee haben, wie wir das Problem gelöst bekommen, außer mit Entertainment, in eine Situation bringen, wo Spannungen zwischen den Kulturen, Menschen und so weiter bis zur Kriegsgefahr gehen. Es gibt ja auch von Harald Welzer das Buch Klimakriege, das kann man genauso soziale Kriege ausbauen. Diese Gefahr nimmt zu. Und in dieser Zeit haben wir dummerweise auch noch eine Digitalisierung der Kriegstechnik. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Und wir haben die Verantwortung, alles dafür zu tun, das Ja zum Leben hochzuhalten, gerade jetzt. Und die Roboterisierung und Automatisierung der Produktionstechniken, der Produktivkräfte, müssen wir für eine veränderte Gesellschaft, die allen Menschen eine Perspektive bietet, umgestalten. Und die Destruktivkräfte müssen wir ächten. Das bedeutet, die automatischen Systeme, das nennen die Autonomic Little Systems, ALS, oder auch Robots, ALR. Das sind Fachbegriffe aus der Militärsprache. Das sind jetzt beispielsweise Roboter, die an der Grenze Koreas, da ist ja Samsung, und Samsung hat solche Maschinen, die töten können. Grenzsicherung machen, und zwar mit bewaffneten Robotern. Wenn man einen Schritt vor, sie fordern auf, man möge sich bitte identifizieren, das machen Roboter. Und wenn man das dann nicht so macht, dass der Roboter das macht, einen Schritt davor, wird man direkt erschossen. Genau. In dieser Phase sind die Roboter noch ein bisschen dumm, weil Insekten, guck mal Kopf. die haben eine Programmierung und funktionieren entsprechend der Programmierung. Wir sind allerdings an einer Stelle, wo die Digitalisierung mit der Schnelligkeit der Datenverarbeitung ständig Kipppunkte erlebt, einen Umkehrpunkt nach der anderen. Das wird so schnell. Quantencomputer rechnen alle Alternativen gleichzeitig beispielsweise und machen Dinge möglich, die dieses Plus-Minus-System in den Schatten stellen, und zwar Mein X-faches. um Exponentialkurve. Und an dieser Stelle muss man wahrnehmen, dass die Menschheit innerhalb von wenigen Jahren komplett anders ist als vorher. Beispielsweise vor 10 Jahren hätte niemand vorhergesagt, dass heute alle möglichen Leute irgendwo sitzen und ihr Display da ständig betasten. Der Steve Jobs hat 2006 sein iPhone präsentiert und damit das Verhalten der Menschheit komplett revolutioniert. Und das konnte keiner vorhersehen. Und Facebook gab es zwar schon in Ansätzen, aber jetzt erst hat es die Leute elektrisiert. Und wir wissen nicht, welche weiteren Sprünge auf uns zukommen. Aber erst seit alle daran teilnehmen und über dieselben Kanäle teilnehmen, macht eine Metadatenerfassung überhaupt Sinn? Muss man auf der einen Auch Seite eben das, sehen, muss ja. man auch Wir haben jedenfalls eine Destabilisierung der gesamten Lebensumstände in verschiedenen Bereichen: Ökologie, Militär, Produktivkräfte und Freizeitverhalten. Und wenn wir jetzt in diese Phase hinein nicht mit dem Frieden kommen, dann ist klar, dass es irgendwann mal Ende ist. Das Da müssen sind wir wir noch, ich möchte verhindern. an dieser Stelle nochmal ran, warum muss denn der Ende sein? Kapitalismus bedeutet ja nicht, Wirtschaftsgüter für alle herzustellen, sondern dazu immer noch Profit zu machen. Was bedeutet das für die Erde, Profit zu machen? Warum müssen diese Kriege sein, wenn irgendwann mal alle Waschmaschinen haben? Es werden ja nie alle Waschmaschinen haben. Wir haben. Aber selbst wenn alle hätten, müssten wir sie dann wieder wegnehmen, um neues Wachstum zu generieren. Das ist ja das Verrückte. Franz Fanon hat damals das Buch geschrieben, Die Verdammten dieser Erde, in dem er die Bevölkerung der Industrienation als einen bestochenen Teil der Menschheit bezeichnet. Aufgrund der Ausbeutung der Länder des Südens und der anderen armen Regionen der Welt hat das Kapital es eine Weile geschafft, die abhängig Beschäftigten für sich zu gewinnen.
Und das ist zu kritisieren. Wir können auch gar nicht die gesamte Menschheit mit dem Lebensstandard versorgen, den die USA haben. Wenn man den Lebensstandard der USA umrechnen würde auf die Erde 2030, hätte man eine Verachtfachung circa des Weltenergieverbrauchs. Wir hätten das als ökologischen Suizid der Menschheit vor der Brust. Die Menschheit kann gar nicht den Lebensstandard des American Way of Life oder auch European Life, der Nee. ist ein bisschen niedriger, Das ist technisch haben. nicht möglich, dafür ist Es die Erde zu funktioniert klein. Da nicht. bräuchte man noch den Jupiter dazu. Wir brauchen Letztendlich, auf ja. jeden Fall eine gerechte Zukunft, die den Draufblick auf die Menschheit nicht nur heute hat, sondern in den nächsten Jahrhunderten. Und auf die Aber exakt Regie. das hat der Herr Trautwedt, der Mensch, ja nie gelernt. Der Das. Mensch denkt immer, bis das Licht vom Lagerfeuer geht. Das, was er da nicht sieht, ist schon ist Feierabend. Und da möchte ich hin. Also das heißt, das aktuelle System muss ständig Material beschaffen, was dem System nicht gehört. Das geht nur durch Krieg, weil die, die es haben, wollen es nicht zu dem Kurs rausgeben, wie es eigentlich Logisch. fair wäre. Und dann, weil immer mehr Menschen das nicht mitmachen wollen, aber auch der Drohnenpilot, der aktive, noch ein PTS am Ende noch bekommt, habe ich gelesen, gibt es auch, Posttraumatische ja, gibt's auch Belastung. noch. Ist die Zukunft der, wenn man sich mal in die Gehirne der Verrückten, ja, der Dr. Seltsams hineindenkt, dann soll das eben Maschinen machen. Können Sie mir mal den Stand, Sie beschäftigen sich intensiv mit DARPA und diesem ganzen verrückten Wahnsinn. Wo ist denn die Forschung? Gibt es, ist der nächste Schritt und schon dass Fabriken sich selbst erstellen, in denen automatisiert Kampfroboter sich selbst erstellen, die dann nur noch einen Auftrag bekommen und den selbst ausführen und nur noch melden. So. In der Tat wird es Programme geben und wird es teilweise auch schon geben, die sich selber programmieren und die so kompliziert sind, dass die Programmierer die gar nicht mehr verstehen. An der Stelle sind wir jetzt schon, aufgrund dieser Sache, die ich vorhin mit dem Quantencomputer kurz angerissen habe. Aber es ist ja nicht nur das, dass die Forschung so weit ist, sondern auch die Realität. Heute genau wird berichtet, dass der Pentagon einen Schwarm von Mikrodrohnen, Ja, die Nanos. Ja. 103 Mikrodrohnen in einer intelligenten, selbstentscheidenden Konfiguration hat fliegen lassen und das ging sehr gut. Und wir sind also mitten dabei, dass die Digitalisierung aktuell schon die Gefahr zwischen Krieg und Frieden in den Zustand bringt. Die amerikanische Think Tank-Einrichtung RAND hat dazu mal gesagt, dass die Grenzen zwischen Krieg und Frieden are washing away, verschwimmen. Und das passiert ja im Moment genau. Nicht nur durch Drohnen, das ist ja noch eine sichtbare Form von Waffe, nicht nur durch Bomben und seien es Fassbomben. Oder die Gewehre von Heckler und Koch, die Massenvernichtungswaffe des kleinen Mannes oder der armen Länder, sondern wir sind ja auch im digitalen Krieg. Das ist der Cyberkrieg. Wir haben ja vorhin schon mal kurz eine Andeutung von Ihnen gehört. Beim Cyberkrieg sind die Leute, die das planen, so weit, sie müssen überlegen, wie kriegen wir den Internetanschluss von Verkehrssystemen, von Versorgungssystemen, von Kommunikationssystemen, von Banksystemen, von Gesundheitssystemen, von Militärsystemen und anderen Systemen, auf deren Funktionieren, wie selbstverständlich unser Alltagsleben aufbaut, gefährdet. Also ich kann praktisch, also ich muss ein Land nicht mehr angreifen, die fortschrittliche Das Form ist ist, also der analoge ich Krieg. hacke deren Das Atomkraftwerk, ist die der Bombe ist schon da. digitale Krieg. Die ist schon Die da. Bombe ist dann ein Schadprogramm. Ein Schadprogramm war Stuxnet, das haben die USA zusammen mit dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst, entwickelt. Und der Stiftung für Wissenschaft und Politik, das war dessen Idee hier in Deutschland. Die steckten auch noch bei. Und damit ist im Iran gegen das Atomprogramm des Iran ein Störprogramm installiert worden auf Philips Computer und hat zigtausende Computer weltweit infiziert. Und die Gefahr, die von Cyberprogrammen dieser Art ausgeht, wird natürlich unterschätzt. Wenn ich jetzt im letzten Interview sprach ich davon, dass es auch den Fachbegriff gibt, kritische Resonanzkatastrophe, den Angriff auf ein Atomkraftwerk kennzeichnet. Das braucht man gar nicht so kompliziert denken. Es reicht ja, wenn man die Kühlung irgendwie ausschaltet. Dann ist ja Ende Gelände. Ja? Man Und kann es ja nicht einfach so abschalten, das muss ja noch lange das nachgekühlt ist werden. eine Technologie, die davon existiert, dass sie Aber Herr auf Trautwedt, den ewig ich möchte hier kontinuierlich wird. ansetzen. Wenn man
Computer, Roboter nennen wir sie jetzt mal. Also wenn die, das wird ja auch im Hollywood wird ja bereits dafür Werbung gemacht, dass die Menschen emotional herangeführt werden an Roboter, die dann Leben retten und Menschen ähnlich sehen, man sich nie verliebt, dass man da wird ja schon gearbeitet. Ist. War immer schon so, ich frage nur Top Gun. Da wird gearbeitet, um dafür zu begeistern. Aber wenn man eben jetzt so eine Armee von Robotern hat, die aussehen wie Menschen und nicht wie Roboter, das sind Roboter? genau, die dann eben ihren Job machen, dann haben die ja eine Ideologie, die auf einer Moral basiert, die ein Geschmack ist. Nach dem Motto, den und den würdest du darfst du umbringen, den darfst du nicht umbringen. Was ich nicht verstehe, ist, je komplizierter solche Systeme werden, automatisch werden die auch anfälliger. Das ist immer so. Wenn etwas komplizierter ist, das weiß man von Autos, dann funktioniert zwar die Hinterachse noch, aber leider die Elektronik spinnt. Ich kriege das Auto mit der Fernbedienung nicht mehr auf irgendeinen Telefonmast. Läppische Nummer. Ich komme nicht ins eigene Auto, habe dann Cayenne, der steht irgendwo in Rostock an einem Funkmast und ich komme nicht ran, muss Abschleppwagen. Sonst ist alles super. Ich habe sogar Abgassysteme, die hinten kühlen, falls ich mal in der Steppe fahre, dass da nichts brennt, aber ich komme halt nicht rein. Also das ist der ganze Wahnsinn. So, aber es ist also hackbar auch für den Feind. Auch der Natürlich. Feind kann dann rein sagen, wisst ihr was, das, was ihr für uns gedacht habt, ist so kompliziert, dass ihr es selbst nicht mehr beherrscht und da greifen wir an. Das heißt, wir werden eure Drohnen benutzen und eure Programme benutzen, um euch selbst in die Luft zu jagen. Und ihr habt ja viel mehr Infrastruktur, die Schaden nehmen kann. Die gibt es ja in Afghanistan nicht. Beispielsweise die britische Atomwaffe, U-Boote, wird mit Microsoft-Programmen betrieben. Die sind anfällig. Dieses Problem ist erkannt, wird kommuniziert. Und vielleicht mal irgendwann in den Griff versucht, dass man da irgendwas ändern kann. Aber das macht nur deutlich, wir brauchen eine Gesellschaftsordnung des Friedens, weil die Digitalisierung bedeutet im Bereich der Destruktivkräfte eine zunehmende Gefahr. Destruktivkräfte sind die Zerstörungskräfte. Und was technisch möglich ist, wird real. Und eine Kann man die Menschheit davor bewahren, sich selbst umzubringen? Weil wenn es denkbar ist, wird es gemacht. Weil ich möchte mal auf das Beispiel U-Boot kommen. Jetzt sag mal, man muss da das U-Boot halt total abschirmen von Feinden. Der Feind sitzt bereits im U-Boot, weil es ist ein Kommandant, der hat es, was ich, Auch vermisst. nicht, das reicht ja, wenn der Frau. Internetanschluss Ja, aber auch weggefallen wenn er das ist. nicht hätte, ist ein Kommandant, da ist die Frau abgehauen, die wäre Gibt's immer auch, ja. so, der ist sowas von gefrustet, dass er sich auf irgendeine Art Spezial-Dschihad begibt. Und der ist das. Also, wenn man sich überlegt, der Botschafter in der Türkei, der erschossen wurde, der wurde durch eine türkische Sicherheitskraft erschossen, der hätte eigentlich schützen. Das heißt, eine sichere Welt kann nur eine, also nach der Logik, kann eine vor Menschen sichere Welt nur eine Welt ohne Menschen sein. Also Weil Snowden war ja auch nicht geplant, das ist ja praktisch ein Schadprogramm letztendlich. wir sitzen jetzt hier auch, weil Menschen den gesunden Menschenverstand alternativ zu Programmen und Techniken praktiziert haben. Wir beide sprechen jetzt deswegen miteinander, weil Archipow in der Kuba-Krise Nicht. nicht gedrückt hat, obwohl das der Befehl gewesen war, aus gesundem Menschenverstand. Er wollte wegen der Unterwassertorpedos der US-Marine nicht den Atomkrieg auslösen während der Kuba-Krise und deswegen gab es ihn nicht. Ich erinnere mich, dass ich damals ein junger Kerl war, weg von meinen Eltern bei meiner Oma und ich hatte Angst, ich sehe meine Eltern nicht wieder. Ich weiß das noch. Und dann Petrov in den 80er Jahren, der hat letztes Jahr auch einen Friedenspreis in Deutschland bekommen. Es gab einen Atomangriff nach dem Alarmsystem der Roten Armee. Vom Osten her nähern sich Atomraketen des NATO-Gegners, Russland, der Sowjetunion. Und das heißt also jetzt die Knöpfe drücken. Und Waren das aber hat nur er auch fünf. nicht gemacht. Er hat gedacht, fünf ist ein bisschen wenig. Das hätte man vielleicht auch programmieren können. Aber der gesunde Menschenverstand von Petrov verhindert den Atomkrieg. Also sagen Sie, wir brauchen einfach weiter Glück. Wir brauchen vor allem Menschen mit Liebe. Und Maschinen mit ihrer Kühlheit im Moment, es kann sich mal irgendwann in den nächsten Jahren ändern, dass sie vielleicht auch noch Liebe empfinden. Das ist alles eine offene Geschichte. Ich kann nicht gleich was zu erzählen, weil ich auch Science-Fiction-Liebhaber von Stanislaw Lem beispielsweise bin. Aber Menschen haben Gefühle und gesunden Menschenverstand und können an solchen Stellen möglicherweise gegen Programme verstoßen, die eigentlich das Inferno mit sich hätten bringen müssen. Und das kann man an diesen beiden Beispielen zeigen. Es wird auch in den Texten der NATO und der US Air Force und so weiter vom Nachteil gesprochen, dass der Mensch aufgrund seiner Gefühle ein Risikofaktor ist in den geschmeidigen Abläufen der Strategen. Und insofern brauchen wir Menschen mit Liebe, um da rauszukommen. Wir sehen auf der anderen Seite aber Soldaten, die jetzt gerade wieder, wo Truppen nach Deutschland verlegt werden über Bremerhaven, das stellt sich dann ein deutscher Offizier hin und verkauft der Bevölkerung, dass es so gelungen sei, diese vielen Truppen
Truppen so ins Land zu schleusen, dass es keine Verkehrsbehinderungen gab. Also wir können schweres Kriegsgerät nach Deutschland und dann weiter an die Ostgrenze verlegen, ohne dass es jemand auffällt. Da gibt es dann auch keine Reaktion darauf. Ja. Also das sehe ich halt die ganze Zeit. Dass Menschen, die selbst dann in der Combat-Zone sind mit ihren Kindern, dass sie so dämlich sind, dass sie sagen, Entschuldigung, du müsstest das eigentlich so machen, dass jeder es mitbekommt, dass Panzer durch Bremerhaven rollen. Aber du freust dich darüber und das schreibst du selbst auf die Fahne, dass das so unauffällig passiert ist, dass du 3 Schiffsladungen laden kannst, keiner bekommt das mit. Also das sehe ich eigentlich. Es gab zum Glück im Zusammenhang mit diesen Verschiffungsaktionen der US Army und der NATO teilweise Richtung Baltikum und Polen in Bremerhaven auch Aktionen der Friedensbewegung. Und das waren gar nicht mal so große Massenaktionen wie in den 80er Jahren, die aber immerhin auch in die Tagesschau kamen. Mhm. Also es haben schon Leute wahrgenommen. Aber das ist noch komplizierter, weil die wollen teilweise auch Militärgerät zwischenlagern. Am Nordrand des Ruhrgebiets, aus dem ich ja komme, befindet sich Dülmen. Das ist ein Ort, in dem einst das größte Militärlager der britischen Armee außerhalb Großbritanniens war. Und dann mit dem 2+4-Vertrag der deutschen Vereinigung hat sich das alles geändert. Und es war zwischendurch mal geplant gewesen, dass dieses Gebiet an den Mittelstand und die Industrie vor Ort geht. Und die hatten sich schon gefreut. Und dann hat das Bundesverteidigungsministerium Dülmen auferlegt, das geht nicht, das kriegt die US-Armee. Und das bedeutet, ein solch riesiges Gebiet, 46 Hektar, wird jetzt mit Panzern, da waren übrigens bei den Briten auch noch Atomwaffen, und anderem Militärgerät am Nordrand des Ruhrgebiets als Hintergrundlage für die Ostexpansion der NATO missbraucht. Zur Ostexpansion der NATO muss man Folgendes sagen. Hier findet auch eine verlogene Propaganda statt, die die Bevölkerung teilweise glaubt. Die NATO, die Bundesregierung, auch der Bundespräsident teilweise, der hat ja das mit der militärischen Verantwortung in der Münchner Sicherheitskonferenz genauso wie Steinmeier und von der Leyen in die Mikrofone beworben. Alle lassen uns glauben, die russische Aggression ist das Problem, auf das wir reagieren. Die Bild-Zeitung ging sogar mal so weit, die NATO-Atomwaffenweiterentwicklung damit zu legitimieren. Aber man muss die Sachen genau angucken und dann stellt man Folgendes fest. Es hatte in der Ukraine, während der rechte Sektor teilweise mit Gewalt und unzähligen Toten auf dem Maidan dazu beigetragen hat, die Stimmung anzuheizen, dann die Veränderung der Regierung gegeben. Janukowitsch wurde aus dem Amt gewählt und dann kam die sogenannte Übergangsregierung. Das Wort Übergangsregierung müsste uns schon noch verdächtig machen. Was heißt die Übergangsregierung? Ist das jetzt eine Regierung? Das ist keine. Und das ist deswegen gewählt worden, weil diese Regierung war illegal ins Amt gekommen. Die hätten ein Quorum gebraucht von 75% nach Verfassung. Das haben sie verfehlt um 2% knapp. Das heißt, sie haben es verfehlt. Das bedeutet, in der Ukraine war eine Regierung im Amt, die war illegal und wurde vom Westen gestützt. Das war der Anfang. Und die Ukraine hat auf der Krim den Hafen der Roten Armee, inzwischen ist das jetzt die russische Armee, aber es war lange Zeit für die Sowjetunion ja auch der einzige Hafen Richtung Mittelmeer und so weiter auf der Krim. So, wenn jetzt in Kiew eine Regierung installiert wird, verfassungswidrig, dann ist das ein Verfassungsbruch. Danach kam ein Referendum auf der Krim zustande, das war ein Verfassungsbruch. Auch Bayern kann nicht beschließen, aus der Bundesrepublik auszutreten. Dieses Referendum war mit überwältigender Mehrheit in Reaktion auf die Kiewer Ereignisse, die ich gerade geschildert habe. Wir wollen eine Unabhängigkeit von Kiew haben. So, und die NATO pickt sich aus den Verfassungsbrüchen den späteren heraus und legitimiert alles. Ostexpansion hat sie sowieso schon betrieben, aber nun die Manöver, Trident Juncture und die Rapid Action Force Ostverlegung, die sie auch Speerspitze nennen, wegen der russischen Aggression. Russland ist wirklich sehr aggressiv. Man kann es daran deutlich machen, wie nah Russland mit seinen Grenzen inzwischen an der NATO und ihren Stationen ist. Ne? Dass sie sich da trauen. Das ist unglaublich, weil wenn jetzt zum Beispiel wenige Kilometer von der russischen Grenze weg
mit 100 Millionen auch teilweise aus Deutschland finanziert ein Luftflughafen aufgebaut wurde, wo dann diese Rapid Action Force von Kalka teilweise mit gesteuert, weil dort ist die Luftraumkontrolle der NATO in Nordeuropa, nördlich der Alpen. Dann sieht man daran schon, die NATO spielt mit dem Feuer. Das ist Kalka ein Ort, der als erstes primäres Kriegsziel dann für die Russen ausgewählt werden würde? Also wenn wir kriegsstrategisch denken, dann ist dort, wo Logistikzentren des jeweiligen Gegners sich befinden, ein Angriffsziel zu denken. Das wäre Kalka, das wäre Büchel, das wäre Ramstein. Ja, es gibt sicher noch Wiesbaden, wo die Nachrichtenzentrale ist und Oberammergau ist so eine Schule und Stuttgart ist Afrikom. Ja. Es gibt mehrere, aber die sind dabei. Würden da heute Atombomben eingesetzt werden? Die russische Armee ist gar nicht imstande, einen konventionellen Krieg gegen uns durchzuführen. Die müssten, wenn sie in einem Krieg sich befinden würden, auf ihre Nuklearpotenziale zurückgreifen. Das bedeutet auf das Ende der Menschheit. Das heißt, jemand, der sie in diese Ecke drängt, der provoziert das. Das tut er. Aber jetzt aus der Sicht der Strategen in den Vereinigten Staaten ist es ja nicht das Ende der Menschheit, das ist der Ende der Menschheit in Europa, oder? Das ist jetzt in der Tat eine Verniedlichungsphilosophie von einigen Militärstrategen. Ich sage jetzt erst noch mal was zu dieser Frage des Atomkrieges. Das habe ich vorhin nämlich noch nicht zu Ende entwickelt. Das Wort Krieg stört mich, weil bei Krieg haben wir eine Vorstellung, das findet irgendwie so ähnlich statt wie im Mittelalter oder der bayerisch-österreichische Krieg oder der Erste Weltkrieg, der war ja schon eine Industrialisierung des Krieges. Jedenfalls gibt es am Ende noch was zum Aufbauen. Ja. Man kann wieder aufbauen. Und Brecht hat ja über Karthago gesagt, der Erste Krieg führte dazu, dass es eine Ruinenlandschaft war, der Zweite Krieg führte dazu, dass es komplett zerstört war, der Dritte Krieg führte dazu, dass es nicht mehr existierte, nicht mehr auffindbar war. So. Und das haben wir jetzt hier auch. Die NATO hat die damals, wie ich jetzt dargelegt habe, illegale Regierung der Ukraine beraten. Rasmussen hat das in einer Pressekonferenz im Mai 2014 auf eine nicht vorbereitete Nachfrage eines Journalisten eher beiläufig eingestanden, mit einer Expertendelegation darin beraten, wie mit Atomanlagen im Kriegsfall umzugehen ist. Das heißt, sie wissen, mit welchem Risiko sie spielen. Das Risiko kann man folgendermaßen konkretisieren: Wir brauchen keinen Atomkrieg. Die Ukraine weist nicht nur Tschernobyl auf. Tschernobyl heißt, damals sind ein Teil der radioaktiven Materialien des Kerns, des havarierten 2%, Reaktors. 3%, also lächerlich aus der Sicht. Aus ein paar Tage später war über Deutschland Regen. Und das bedeutet, da war jetzt gerade dummerweise eine nukleare Wolke, wir durften unsere Kinder nicht auf den Spielplatz bringen, wo ein Sandkasten war, wir sollten keine Milch und keine Pilze und so weiter. Es war die Katastrophe perfekt und es war ein Teil nur des Nuklearmaterials, dieses Reaktors. So, 200 Kilometer von Donetsk entfernt befindet sich das leistungsstärkste Atomkraftwerk Europas. Die Ukraine hat 14 weitere. Wir brauchen keinen Atomkrieg. Europa hat 200 Atomreaktoren. Und dann hat es noch Industrieanlagen wie Chemie und so weiter. Wir müssen davon ausgehen, kommt es zum nächsten Krieg, war es das für die Zivilisation in Europa. Und Bundespräsident Heinemann, damals war er noch als SPD-Fraktionsmitglied im Bundestag, kritisierte die Pläne der CSU. Strauß, Verteidigungsministerplanung aus den 50er Jahren. Damals gab es auch von den Professorenkampf den Atomtod, den Anfang der Ostermarschbewegung. In dieser Zeit sagte Heinemann im Bundestag, titulierte er die Atompotenziale als sogenannte Waffen, weil ihre Anwendung während das Ende der Zivilisation verbieten sich also und deswegen sind es keine Waffen. Waffen sind einsetzbar, danach ist noch was. Ja. Und das ist hier nicht der Fall. Das heißt, man schießt sich selbst in den Kopf, um dem Gegner eins auszuwischen. Und deswegen war er dagegen und sind wir seitdem immer. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine solche Gefahr besteht, ist unsere Aufgabe, sie zu verhindern. Es gibt keine Alternative. Die NATO hat in ihrer Konferenz Joint Air Power Competence Center Future Vector 2014 in Kalka formuliert,
Das Manuskript habe ich, das ist, glaube ich, sogar auch noch im Netz abgelegt. Die scannen ja die ganze Zeit, ziehen sich das raus. Ob Sie haben hier offizielle Dokumente, das sind keine Deutungen, sondern nein, das sind ich praktisch, die, ja. die sind nicht mal gehackt, sondern die sind da. Einige sind nicht mehr abgelegt, aber ich habe sie trotzdem. Mhm. Jedenfalls in diesem ein Manuskript steht, Seite 141, es ist in some doubt, es ist anzuzweifeln, dass es kein Major War, keinen großen Krieg mehr in Europa gibt. Und deswegen, so steht dann Seite 70 dieses Manuskripts, brauchen wir einen adäquaten Mix aus nuklearen und konventionellen Kapazitäten, Capabilities. Statt also einen Frieden herbeizuführen durch OSZE, gemeinsame Europäische Haus und UNO und Weltvölkerbund und Austaxierung von Interessensgegensätzen, bereitet man den Krieg vor. Und das passiert in Bremerhaven, das passiert in Büchel. Jetzt, hier, jetzt. Heute. Das passiert im Baltikum, das passiert am Golf. Es ist eine Situation, in der 3 vor 12 sicher eine berechtigte Warnung. Aber warum machen das Militärs? Ich meine, die haben doch auch schlaue Köpfe im Hintergrund. Ich sage jetzt mal Rand Corporation und verschiedene andere Thinktanks, die sagen, die Gegenseite hat vielleicht nicht die Massenvernichtungswaffen, wie wir sie haben. Wir können sie vielleicht auch ausschalten. Aber es gibt in der eigenen Bevölkerung auch viele Menschen, die von dort kommen und hier leben. Und wenn 2 oder 3 von denen gelingt, in La Hague einen Anschlag zu machen, dann ist sowieso Feierabend. Also das kann man ja gar nicht schützen. Die Massenvernichtungswaffen, die man selbst nicht hätte oder die der Gegner nicht hat, braucht ihr gar nicht, solange ihr diese Infrastruktur habt. Das heißt, man greift einfach unsere Infrastruktur an, dann ist hier halt ein paar Wochen später Feierabend. Das kann man ja gar nicht schützen. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Oder ein halbes Jahr, 2 Jahre, das müsstest du ja dann für immer alle Zeiten schützen. Das ist ja gar nicht möglich. Mhm. Und wenn man sich so einen Krieg anschaut, da gäbe es so viele Menschen, die eine Rechnung offen hätten, dass da schon was passieren würde. Warum denkt man nicht zu Ende? Was ist da los? Sie können doch so einen Krieg nicht gewinnen. In dem Moment, wo sie, also gibt es doch die Klasse, wer auf den roten Knopf drückt, stirbt als Zweiter. Auch wenn die Gegenseite vielleicht gar keine Raketen mehr abfeuert, weil sie wirklich enthauptet werden würde. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Aber später gibt es einfach so viele Menschen, die sagen, okay, warum machen das Militärs? Das ist doch unbeherrschbar. Also der sowjetische Generalsekretär Khrushchev hat damals diesen Satz geprägt, nach dem nächsten Krieg werden die Überlebenden die Toten beneiden. Das geht in die Richtung. Und diejenigen, die in diesen Maschinerien arbeiten, betreiben in sich so etwas wie eine Abspaltung. Das bedeutet, was sie an Informationen verarbeiten, trennen sie von den Gefühlen ab, die damit verbunden sind. Und sie brauchen auch die Schere im Kopf, das Zu-Ende-Denken darf auch nicht passieren. Die Gefühle, die sie abspalten, passieren zum Beispiel, wenn was passiert, Konferenzen stattfinden, Operationsfähigkeit der NATO in einem nuklear, chemisch und biologisch und konventionell degraded, also zugrunde gerichteten Environment-Umfeld in einem Kriegsgebiet. Wie können wir in einem solchen Gebiet noch Operationen durchführen? Das wird von diesen Militärs dadurch durchgespielt, dass im Kopf etwas passiert, was ich das Fließbandbewusstsein nenne. Das Fließbandbewusstsein heißt, du hast zwar in einer großen Kette von Anfang, wo die Ressourcen erstmal entstehen und dann umgewandelt werden in Werkstoffe und dann am Ende in Materialien, die zusammengeschraubt oder geschweißt oder irgendwie fusioniert werden und am Ende hast du ein Produkt. Dieses schrittweise aufgebaute Fließbandsystem heißt, jeder Einzelne hat an einer bestimmten Stelle, bevor jetzt die Automatisierung das auch wieder beendet, eine Funktion und sieht nur die und nicht das große Ganze. Der Kapitalismus produziert dieses begrenzte Bewusstsein. Durch die maximale Aufteilung in Einzeltätigkeiten. Du siehst nicht mehr das Ganze. Und das ist das eine. Das andere, in einem Krimi der Sjöwall Valjö Brüder, nicht Brüder, das waren die Autoren aus Schweden in den 70er Jahren, glaube ich, oder 80ern, stand über einen Mörder. Ab der Tat hat er weiterhin intelligent und wach gerissen quasi, genau beobachtet und überlegt, was er tut. Aber das gleichzeitig in einem Zustand von Tagtraum, schlafwandlerisch. Das bedeutet, bestimmte Sachen des Alltagshandelns sind in der Aufmerksamkeit und andere fallen weg.
Diese Dissoziation oder Abspaltung passiert sicher bei denjenigen, mit denen wir es auf dieser Militärseite zu tun haben. Manchmal Machen die das absichtlich oder ist etwas, was der Körper automatisch hat, weil er ein Gewissen hat? ich vermute, das ist jetzt eine Vermutung, wie ich gerade schon sage, es gibt in der Tat Strategen, die diese Perspektive begünstigen durch bestimmte Gehirnwäscheprogramme für die Soldaten. Aber die Soldaten selber, wenn die in dieser Gehirnwäsche sind, gestatten sich natürlich die Energielosigkeit, das alles jetzt auszublenden, was ich gerade gesagt habe, aber verlieren sich dann auch da drin. Und das passiert ja auch im Alltag. Wir denken viel zu wenig darüber nach, was wir mit der Erde machen, wenn wir den Lebensstil exerzieren, den wir exerzieren. Das bedeutet, diese Abspaltung ist ein Element des Alltagsbewusstseins, zumindest in einer Gesellschaftsordnung, die nur von jetzt bis zur nächsten Bilanzpressekonferenz und bis zur nächsten Herr Traufeld, ich Bilanzpressekonferenz. möchte nochmal auf den Status quo kommen, moderner Waffensysteme und vor allem Roboter, weil da gibt es ja Firmen immer gerne mit den Dynamics im Hintergrund, die Dinge entwickeln, wo man auch so Hunde, die an der Grenze rumlaufen, bewaffnet sind, wo ich denke, ich überlege, das ist nicht mehr lange her, da patrouillieren die hier in diesen Straßen oder wo immer ich hinfahre und das ist ja nicht mal ein Mensch, wo ich mit einem gesunden Menschenverstand arbeiten kann, sondern das kann ich überhaupt nicht mehr einschätzen, was da los ist. Der vielleicht speziell mich sucht, weil der hat am Netz angeschlossen, kennt er mein Gesicht, mein Programm, meine Stimme, das wird sofort abgeglichen, wer ich bin. Das geht alles ganz schnell. Der weiß auch jederzeit, wo ich bin. Checkt meine GPS-Daten oder checkt alle Kameras da draußen global die ganze Zeit. Ich kann gar nicht entkommen. Angenommen, Adolf Hitler wäre da und der hätte die. Welche modernen Waffensysteme hätte der heute zur Verfügung, um seinen Holocaust zu planen? Müsste da noch jemand in Auschwitz stehen oder könnten das Maschinen machen? Zu Adolf Hitler erstmal dies. Anfang der 70er Jahre war im Spiegel ein Interview mit dem hessischen Innenminister über die Notstandsgesetze. Das heißt über gesetzliche Außerkraftsetzung der Grundrechte in sogenannten Notstandssituationen, gegen die damals ja auch die Jugend- und Studentenrevolte mit aufgestanden war. Gegen den Notstandsstaat war eine der Aktivitätsinhalte nicht nur gegen Springer und Vietnamkrieg, sondern auch das. So, und der hessische Innenminister wurde damit konfrontiert, wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, das war jetzt noch nicht mal 30 Jahre nach 45, wir sind in einer Gesellschaft, die war vor ein paar Jahrzehnten faschistisch und das heißt, es war möglich, in anderen Worten, es ist möglich. Wenn eine solche Gesellschaft sich solcher Gesetze bedient, und da sagt er mir, wird ganz schlecht. Die Gefahr muss man einfach sehen. Wenn wir in instabilen Prozessen zukünftige gesellschaftliche Prozesse analysieren, aufgrund der Erfahrung der Menschheit der letzten Jahrhunderte oder Jahrzehnte, dann müssen wir alles dafür tun, die Demokratie hochzuhalten. Diese Gefahr können wir anders nicht verhindern. Und es gibt sicher auf der staatlichen Seite Kräfte, die das klar haben und deswegen verschwörungstheoretisch an dieser Perspektive arbeiten. Ich bin auch kein Gegner von der Theorie, dass es Verschwörer dieser Art gibt, die sowas praktizieren. In diesem Buch von Wolfgang Schorlau gibt es diese wunderbare Stelle, wo er sagt, er ist nicht gegen Verschwörungstheorien, weil das kann ja dazu führen, dass jemand eine Verschwörung praktiziert und dann wirft ihm jemand das vor und dann sagt er dem, du bist ein Verschwörungstheoretiker und schon ist er fein raus. Das kann ja nicht sein. Wenn es Verschwörungen gibt, dann muss man die auch beim Namen nennen können. Was ich ablehne mit Wolfgang Schorlau zusammen, das ist nicht valide Theorien. Die sind nicht in Ordnung. Und nicht valide Theorien sind zum Beispiel, der Russe ist der Initialaggressor in Osteuropa, deswegen müssen wir jetzt, was wir alles machen. Das ist eine nicht valide Theorie. So etwas zu behaupten, ist eine Verschwörungstheorie. Das zu inszenieren als Narrativ, dass die Bevölkerungen der westlichen Zivilisation das glauben, ist eine Verschwörung. Natürlich. Aber die wird praktiziert. Die NATO hat strategische Kommunikation. Ich habe das Wort vorhin schon erwähnt. 2015 gab es die Konferenz des Joint Air Power Competence Center aus Kalkar in Essen, die den Titel trug Strategische Kommunikation. Das gibt es auch als Fach in Universitäten der Ökonomie. Das ist also nicht mehr menschliche Kommunikation, sondern da will man was, nämlich die Leute in eine bestimmte Richtung manipulieren, dass sie zum Beispiel in der Ökonomie zu einem Kaufverhalten bewegt werden und im Militärischen, dass sie den Information War sozusagen über sich ergehen lassen. Das bedeutet, in dem Read-Ahead-Manuskript dieser Konferenz von 2015 in der Messe Essen stand Folgendes drin: Bush hat den Major Mistake begangen, also den Hauptfehler.
der Welt bei dem Irakkrieg damals zu verlautbaren, es gäbe Massenvernichtungswaffen in der Hand Husseins. Und das war ja eine beweisbare Fehlinformation, Fake News. Und hätte er doch auf die Grausamkeit von Hussein rekurriert, dann hätte er eine ganz andere Unterstützung bekommen für seinen Krieg. Das bedeutet, die überlegen sich wirklich, mit welchen geschickten Manipulationsinstrumentarien sie uns rumkriegen, mitzumachen, was sie vorhaben. Wir können das Verschwörung nennen. Habe ich kein Problem mit. Aber mir geht es mehr um das System. Ich möchte nochmal an die Stelle Automatisierung, Robotisierung und auch Miniaturisierung dahingehend, dass ja auch dann Mini-Nukes getragen werden können von solchen Robotern. Die sind, kann man ja praktisch in den Kofferraum bringen. Das ist ja heute Mini-Nukes möglich. Mini-Nukes ist ja eine neue Entwicklung. Genau, es ist ja kein Little Boy oder Fat Man, sondern das ist ja heute alles portable, muss man dazu sagen. Adolf Hitler, wenn es den heute geben würde, genau, welche Techniken hätte der heute schon, auf was könnte der am technischen Apparatur zurückgreifen? Also es wird ja kommuniziert, dass Otto Hahn bewusst auf schweres Wasser gesetzt hat bei dem Atomprogramm der Nazis und weil er irgendwie die Erkenntnis hatte, das wird nicht funktionieren. Und die Wissenschaftler hatten klar, ein Faschist darf diese Waffe niemals in die Hand bekommen. Ich nenne die jetzt mal Waffe, obwohl das natürlich eigentlich keine ist, aber sie haben es damals so genannt. So, wenn Adolf, ein Faschist heute, es muss ja nicht Adolf Hitler sein, es gibt ja auch andere in seiner Nachfolge, diese Waffen hätte, dann müssen wir wirklich mit der Perspektive rechnen, dass sie zum Einsatz kommen. Eine Frau wurde Anfang des Zweiten Weltkrieges von den Nazis wegen Defätismus, Wehrkraftzersetzung inhaftiert und dann auch aus dem Leben geräumt, weil sie den logischen Gedanken äußerte, dass ab der Aktion Barbarossa, die gegen die Sowjetunion im Juni 1941, hatte man ja sozusagen die ganze Welt gegen sich. So, und in der Zeit sagte diese Frau, man kann nicht gegen die ganze Welt Krieg führen und glauben, das gewinnen zu können. Ein völlig logischer Satz. Aber damit hat sie Wehrkraft zersetzt und musste aus dem Weg. Ein Faschist hat diese Abspaltung, nur einen Teil des Ganzen zu sehen. Und das bedeutet, er wird auch möglicherweise bei Kriegsentscheidungen genau aufgrund. Aber welche Mittel hätte er heute zur Verfügung? Also er hat Mini-Atombomben, was haben wir auf der Robotik heute schon, was es gibt? Also er hat im Zusammenhang mit den Robotern die Systeme, der Pentagon hat ja diese Woche ein Mini-Drohnen-Schwarm, 103 solcher Geräte mit intelligenten eigenen Entscheidungen unterwegs gehabt und dieser Schwarm hat sich unkontrolliert so verhalten, dass die Wissenschaftler sich gefreut haben, das geht in die Richtung einer Autonomisierung. Wir haben bei der Digitalisierung der Kriegstechnik verschiedene Stufen. Die erste Stufe, ich habe das vorhin dumme Waffen genannt, die nur sozusagen programmiert sind für bestimmte Situationen. Die zweite Stufe ist die Fernsteuerung, da verbindet man die Programmierung mit einem Joystick-Spieler in Kalifornien, der die Signale, die er auf dem Monitor sieht, umsetzt in bestimmte Befehle und die Drohne schießt jetzt ab. Dummerweise kommt jetzt gerade die kleine junge Familie dazwischen und wir haben Kollateralschaden, der viel höher ist, als man ursprünglich gewollt hat. Das ist der ferngesteuerte Krieg. Der ist kombiniert mit Robotern, Drohnen sind ja nichts anderes. Ja. Und der nächste Schritt ist jetzt die Automatisierung. Das heißt, die Abläufe werden programmiert. Das ist noch nicht der endgültige Schritt. Der nächste Schritt ist dann die komplette Autonomisierung. Im August 2014 war das, glaube ich, in einer Beilage zum Zeitung des Parlaments des Bundestages aus Politik und Zeitgeschehen über Rüstung. Da steht drin, es ist noch eine Frage der Zeit, wie lange Menschen noch ein entscheidender Faktor sind bei Kriegsentscheidungen. Das findet man in den NATO-Dokumenten, auch in denen der UNO und anderen. Das heißt, automatische Waffensysteme, Panzer, die geländefähig sind, von A nach B, ich bekomme eine Aufgabe, fahr dorthin, such die Person, finde die, du kannst da Tage, Wochen ausharren, sehen wir auch heute schon bei Drohnen, und dann koordinierst du dich mit anderen Waffensystemen und dann, wenn das Ziel so, wie du es für dich erkannt hast, tötest du selbstständig. Es geht noch weiter. Das ist eine Phase. Am Ende sind nicht mal mehr solche Befehle, du tötest selbstständig, nötig, sondern auch das wird dann auch noch wieder in die Eigenverantwortung der
Unmanned Lethal Systeme gehen, nicht nur Roboter. Lethal heißt tödlich, ne? Also wir müssen davon ausgehen, dass die Digitalisierung eine komplette Unabhängigmachung der Destruktivkräfte von Menschen am Ende haben kann. Das ist nicht auszuschließen. Weil Menschen, wenn der Krieg in Lichtgeschwindigkeit stattfindet, können gar nicht so schnell verarbeiten, was an Informationen läuft. Und die Cyberkrieg-Situation heißt ja Lichtgeschwindigkeit, nämlich mit 300.000 Stunden, Sekundenkilometern funktioniert ja die Signalübertragung. Du brauchst eine Recheneinheit, die die Fähigkeit aufweist, innerhalb dieser Sekundenbruchteile-Schnelligkeit Entscheidungen zu treffen. Das kann keiner. Wir sind an einer Stelle, wo wir aufhören müssen mit dieser Gefahr, sonst schafft sie uns ab. Und das ist nicht nur im Zusammenhang mit Krieg so. Einer der Programmierer von Skype aus Finnland formulierte dieser Tage, dass die Roboter und Computer und intelligenten Systeme den Menschen gegenüber mitleidlos, gefühllos, kalt sind und irgendwann klar haben, dass er mehr stört. Das ist nichts Neues. Hans Moravec hat das schon vor 2 Jahrzehnten, auch übrigens in einer Konferenz in Essen, Kulturwissenschaftliches Institut, präsentiert. Von ihm gibt es das Buch Mind Children, also Kinder unseres Geistes. Und er war richtig froh, verlautbaren zu können, der Mensch ist dummerweise mit Nachteilen ausgestattet. Er neigt zu Krieg, Umweltzerstörung und anderen fehlerhaften Entscheidungen und Handlungen. Das bedeutet, irgendwann wird er obsolet. Und dann haben wir die Kinder unseres Geistes, das sind die künstliche Intelligenzsysteme. Roboter ist nur eine Form davon. Und wir können ja stolz darauf sein, dass wir sozusagen deren Geburtshelfer waren. Wir schaffen uns ab, um die digitale Maschine, die 0 und 1 ist, die dann eben, aber da keinen Sinn, diese Maschinen haben ja für sich keinen Sinn. Mancher unserer Zuschauer wird jetzt sagen, jetzt spinnt der Trautvetter. Weizenbaum sagte schon damals, Ja, Maschinenwinter. wir müssen davon ausgehen, dass sie es ernst meinen. Die Nazis wurden auch falsch eingeschätzt. Also in der Weimarer Zeit haben ganz viele geglaubt, wenn der erstmal in der Regierungsverantwortung ist, wird er sich schon seine Hörner abstoßen und dann kriegen wir den unter Kontrolle. Das war ein Irrtum. Und auf diese Geschichte verweist Weizenbaum, wenn er sagt, die gleiche Gefahr müssen wir hier auch ins Auge fassen. Die ziehen das durch. Das heißt, die Menschheit schafft sich selber ab und es überlebt praktisch 0 und 1. Also ich würde nicht sagen die Menschheit, sondern es gibt einen Teil der Menschheit, der das Risiko Ja. eingeht, dass die Menschheit am Ende nicht mehr existiert. Ich würde nicht sagen, dass die Menschheit sich abstellt. Noch dazu von Le Carré gibt es das Zitat, was technisch möglich ist, machen die dann auch. Das bedeutet, wir brauchen wirklich eine Menschheit, die nicht mehr kapitalistisch, konkurrenzorientiert denkt. Man kann jetzt sagen, das ist ein Hirngespinst. Meine Mutter sagte in der Zeit der rebellischen Jugendbewegung mir mal als Teenager, ihr seid Traumtänzer, der Mensch ist nicht so, wie er sein müsste, damit das funktioniert, was ihr wollt. Ich sagte ihr damals schon, dann gnade der Menschheit Gott. Und ich meine das immer noch ganz ernst. Wir sind nicht mehr in der Lage, wo wir innerhalb vielleicht wirklich noch der Lebenszeit, die ich erlebe, oder zumindest die meiner Kinder, darüber nachdenken, ob eine gerechte Gesellschaft eine gute Idee, Karl Marx, was weiß ich, ob das eine schönere Traumvision für uns wäre, aber der Mensch ist nicht so. Wir kommen an die Stelle, wo die Menschheit möglicherweise keine andere Chance mehr hat. Herr Trautvetter, das ist ein trauriges Schlusswort. Trotzdem möchte ich noch eine finale Frage stellen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben, für Sie war eine Initialzündung ein Buch nicht über den Club of Rome, sondern von jemandem, der über die Ergebnisse des Club of Rome, ich glaube, 75 geschrieben hat. Können Das Sie war das? Ende der 70er, Ende der 60er Jahre. 60er Jahre. Was war das für ein Buch? Wer hat es geschrieben und ist mit Ihnen passiert? Was stand drin im Buch? Bevor ich zum Schlusswort komme, will ich gleich noch was sagen über den Anfang, nämlich die Heiterkeit. Aber das habe ich jetzt erstmal nur angekündigt. Zu dem Buch. Das Buch heißt Die Grenzen des Wachstums. Dennis Meadows hat den Bericht an den Club of Rome geschrieben. Und auf Seite 13 dieses Buches ist eine schöne Grafik. Auf der Y-Achse hast du den Raum Essen, da wohne ich, Rhein-Main-Gebiet, Deutschland, Europa, die Welt, Universum und so weiter. Hier hast du die X-Achse mit der Zeitschiene.
jetzt und so weiter. Ewigkeit. Das Problem besteht darin, dass gerade durch diese Gesellschaftsordnung, die auf Bilanzzeiträume programmiert wird, das Denken in der Ecke bleibt. Und das ist nicht zu verantworten. Wir entscheiden mit Atomkraftwerken über die Notwendigkeit der Menschen in 100.000 Jahren, diesen Schrott, den das hinterlässt, hermetisch von der Ökosphäre abzugrenzen. Und mit der Produktion von CO2, es ist umstritten, ob CO2 Treibhaus macht oder nicht. Die meisten Wissenschaftler sagen ja, das heißt, es gibt also welche, die immer noch meinen, das ist alles nur Alarmismus. Aber solange die Frage nicht geklärt ist, haben wir die verdammte Pflicht für unsere Kindeskindeskinder und für die Menschen, die in der Nähe der Sahara leben, dafür zu sorgen, dass im Falle, dass es diesen Zusammenhang gibt, das Leben trotzdem weiterläuft. Das bedeutet, das Experiment mit der Erdatmosphäre, das Ökologische, müssen wir auf der Stelle einstellen. Das ist unsere Aufgabe, jetzt und nicht irgendwann. Das kann sehr schnell gehen. Die Kipppunkte des Klimas sind nicht Jahrtausende, das sind Jahrzehnte. Das waren auch Jahrzehnte. Und eine zu späte Einsicht kann die Lawine auch nicht bremsen. Das ist dann so. Man nennt das ökologische Point of No Return. Wollen wir hoffen, dass er hinter uns liegt. Aber das ist das Schöne, weil wir es nicht wissen, können wir hoffen. Und die Hoffnung nährt sich aus dem Erlebnis von Sinn und aus dem Erlebnis von Solidarität und von Gemeinschaft. Wir sind alle miteinander verbunden. Ich bin verbunden mit den Menschen, die aus Afghanistan fliehen und im Mittelmeer ertrinken. Das ist wirklich eine mittelalterliche Zeit, deswegen kam jetzt dieser Dreher. Blüm hat auch vom Mittelalter gesprochen, als er die Lage in den Flüchtlingslagern da kritisiert hat. Wir sind so schlimm dran, wie wir mit Menschen umgehen, wie man das im Mittelalter gemacht hat. Im Mittelmeer ertrinken Menschen, mit denen sind wir genauso verbunden wie mit allen anderen Menschen. Und das ist ein Gefühl, aus dem man dann eine positive Kraft ziehen kann und das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Das ist nämlich alles dafür tun, dass die Menschheit eine Zukunft hat. Es kann sein, dass die Erde eine Zukunft hat, 7 Milliarden Jahre, bis die Sonne sie verschlucken wird. Aber wir wollen doch hoffen, dass die Menschheit vernünftig wird. Und das heißt, sie hat nur noch die Möglichkeit der Liebe und der Solidarität und der Erkenntnis, die auch in Woodstock übrigens ein Sprecher auf den Punkt brachte, als es zu viele waren, und die nicht mehr Herr wurden an den Eingangspforten, man konnte die nicht mehr kontrollieren mit den Tickets und so weiter, man musste es öffnen, dann waren 300.000 da, die hatten lange nicht so viel gerechnet, sagte der, wir kommen hier nur durch, wenn jeder von uns klar hat, der Mensch neben mir ist mein Bruder und meine Schwester. Sonst schaffen wir das hier nicht. So müssen wir miteinander umgehen. Und das ist genau das, was der UNO-Generalsekretär Utant in diesem Buch Die Grenzen des Wachstums im Vorwort geschrieben hatte. Die Menschheit, er sagte damals, hat im nächsten Jahrzehnt noch die Chance zu bewältigen, dass sie eine internationale Kooperation hinbekommt, die eine Zukunft für sie ermöglicht. Diese internationale Kooperation brauchen wir. Statt Konfrontation. Wir brauchen keine strategische Kommunikation, wir brauchen menschliche Kommunikation. Wir brauchen nicht nur Kommunikation, wir brauchen Interaktion. Und das heißt von Mensch zu Mensch. Herr Trautvetter, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und für dieses Schlusswort. Eine Frage noch, wie haben Sie sich geschafft, in all den Jahren doch heiter zu bleiben? Gibt es noch was anderes, was Sie, sammeln Sie Briefmarken oder machen Sie Musik? Ich bin in der Tat auch kreativ unterwegs. Wer mich googelt, wird das feststellen. Ich war zum Beispiel mal auf einer Lehrerkonferenz auf den Gedanken gekommen, wer anderen Entscheidungen abnimmt, begeht Diebstahl. Und das war eine der Sachen, die mich dann dazu gebracht hat, auch in die Lyrikschiene zu gehen. Und da entstehen immer wieder sehr schöne Texte, wie zum Beispiel der folgende. Es begab sich, dass ein Mensch sehr geschickt ward, doch er wusste nicht von wem. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Bernhard Trautvetter. Ich gehe davon aus, dass wir uns alle gemeinsam vom 8. bis zum 10. September in Rammstein sehen, und zwar für den Frieden. Vielen Dank. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.